Freunde, heute gibt es was ganz Besonderes für euch. Ein über eine Stunde Hide and Seek, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr das bis zum Schluss schaut. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt meinen Zweitkanal ab. Da kommen auch Daily-Videos. Let's go. Oh. Okay. Ey, oha, wer ist dieser gut aussehende Typ, Alter? Wow. Was ist das hier für ein Hampelmann, Leute? Aber guckt euch mal diesen Sunny Boy an. Holy Mo. Ey, wer hätte mich mit Tomaten beworfen? Oh, ehrenlos. Bro, ich sag dir ehrlich, lassen wir die Leute, die ich als erstes finde, die dann rumheulen. Ich sag dir so, ich sehe alle Leute, ja? Also, wenn du mich finden solltest und vielleicht können wir so ein kleines, weißt du? Zeig dir, wo ein paar Leute sind. Digga, ich snitch gerne. Ja, zitterst schon ein bisschen, wa? Ja, so ein bisschen. Ich hab nämlich gerade schon in eine Richtung geschossen. LOL, wer bist du denn? King Crimex bist du's? King Crimex. Okay, er sagt, er ist nicht King Crimex. Schade. Anonym. Direkt gefunden. Boah, wer ist in der Bibliothek, Alter? Ja, die Map ist echt krass, Mann. Oh mein Gott, was ist das für ein Versteck, Leute? Tschüss. Ey, da sich schon wieder drin keiner versteckt hat. Bro, was ich für Verstecke finde und da ist keiner drin. Ich habe gesehen, es gibt über 75 verschiedene Verstecke. Also schon über krass. 75 verschiedene, ja. Verstecke. Also das ist auch schon wieder respektlos. Hä? Ich habe hier übelst krasse Verstecke gefunden, da ist keiner. Es gibt zu viele. Ich bin an 20 vorbeigelaufen und habe direkt irgendeins genommen. Das war krass. Deswegen auch der Spähscanner, weil ich glaube, so kriegst du das nicht hin. Das ist hart. Ja, ich bin schon ein guter Sucher, sag ich ehrlich. Aber ja? Bei mir ist es halt so, ich habe ein Versteck in einem Versteck. Ja, sowas ist immer scheiße. Sowas ist scheiße, Leute. Aber ich sehe alle Leute. Zwei Leute gefunden schon. Ja, easy. Gerade mal angefangen. 100%ige Trefferquote. Ich kenne doch die ganzen alten Dinger hier, Leute. Zack, Uhr rein, hier rein, da rein, links rein. Boom. Am meisten sind halt immer diese unsichtbaren Verstecke, die du nicht siehst, wo du mal erstmal reinrennen musst. Das heißt, diese Wände, wo du reinlaufst. Ja, diese doppelten aber Wände. Aber ist auch ehrenlos, wer da sich versteckt, bin ich ehrlich. Boah, das ist eine fette Ansage. Ich würde mich nie in sowas verstecken, bin ich ehrlich. Nie. Bro, du sitzt bestimmt gerade in sowas. LOL, guck mal hier hinter, was hier fängt. Oh mein Gott. Also, dass da auch keiner wieder war. Ja, so, wir sind jetzt erstmal hier in der Bibliothek schnell einmal durch. Hier einmal schön fettes Bout-Battle, Leute. Stani 1 gegen 1, man kennt's. So, Herr Lama der Paulberger. Im Standard-Skill-Shop. Das wäre frech, wenn sich hier jemand verstecken würde. Weil die Lamas, die haben Angst vor fremden Leuten. Deswegen versteckt euch bitte nicht im Standard-Skill-Shop. Ey, wenn hier einer ist, ich dreh durch. Glück gehabt. Alle Glück gehabt. Ich dachte, ich stuck hier schon, aber... Ich habe aber Angst, weil Menschen halt den Ziegen haben manchmal so Pech, Alter. Ja, übel. Ja, wir machen erstmal, Leute. Man muss das alles natürlich auch... Oha, ist das iCrimex hier? LOL, iCrimex steht hier mit dem Weihnachtsmann. Oh mein Gott. Oh... Hä? Wieso ist hier überall keiner? Das sind übelst die Baba-Verstecke. Boah, das ist echt heftig, ja. Das hab ich auch nur aus Zufall gesehen. Ha? Bro. Der Profi in Hide and Seek hier? Die Map ist hier aber echt ultra schwer, wirklich. Hier höre ich doch schon wieder welche. Oh oh. Ist da noch einer drin, ne? Boah, krankes Versteck. So, das geht von hier, oder was rein? Nee. Oh mein Gott! Guckt euch das an. Das war auch ein Versteck im Versteck. Wahrscheinlich so hart versteckt, dass es keiner gemerkt hat. Oh, ich komme hier nicht mal in die Verstecke rein, aber da wird keiner mehr drin sein, Leute. Ansonsten wäre der schon platt gewesen. So, hier geht's runter. Nee, das muss hier noch hochgehen. Also safe. Bin mir auch sicher, dass André sich hier irgendwo versteckt. Niemals. Du wirst mich niemals Übersicht finden. Zu haben. Ja, das Ding ist, ich habe ja extra gesagt, nimm du mal auf, weil ich sehe nichts. Also vom Ding her ist es genau das Gegenteil. So, wer ist hier? Hier keiner mehr. Das muss hier noch einer sein, Leute. Ich höre hier auf jeden Fall noch Steps. Das ist das Ding. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vielleicht unter mir? Unter mir. Ja, unter mir. Na klar. Weil hier hinter ist was? Ich muss sagen, deine Schüsse sind schon ziemlich nah dran, ey. Ohne Witz. Ich hab die ganze Zeit Angst. Wirklich jetzt? Ja, schon sehr nah, ja. Also vielleicht täuscht sich das auch nur, weil die Pumpgun ist extrem laut, aber. Wo ist derjenige hier drin, Alter? Oha. Stani. Ich hab das erstmal im Kopf, so Leute. Ich suche erstmal weiter. Aber ich habe erst drei Leute gefunden. Hast du irgendwelche Joker? So Tanzjoker oder sowas? Ja, das machen wir gleich auch noch, ja. Aber erstmal hier so Dings. Ich lasse mir auch immer viel Zeit beim Suchen. Ich muss aber sagen, eine kleine Map und ich habe echt wenig Leute bisher gefunden. Ja, es ist echt crazy. Also es gibt richtig viele Verstecke. Boah, guckt euch das an, Leute. Ey, das kannst du durch ein Bild springen hier. Und hier ist wahrscheinlich auch so ein unterirdisches wieder, nee. So, hier habe ich auf jeden Fall erstmal, guck mal, Leon Mascher an. Ach so, da wollte ich noch eine Insta-Story schnell machen. Das muss ich schnell einmal machen, Leute. Der Hampelmann. Der ist geil. Oh mein...
aus Zufall hier reingesprungen. Aus Zufall. Das ist zu hart, Leute. Das ist wirklich zu hart. Also, wenn du sowas in sowas nur aus Zufall reinspringst, Bro, hier habe ich safe eingehört gerade. Dass ihr euch nicht schämt, Alter! Zwei Leute direkt? Ja, zwei Leute, die am einen Versteck sitzen. Absolut unclever. Ich muss sagen, das war noch näher dran. Aber mehr sage ich nicht. Ja, ich weiß, wo du bist. Alles gut. Würde ich jetzt auch sagen. Bro, ich will dich nicht killen. Nicht, dass direkt ein bisschen Spannung ist. Dass okay. Ein bisschen Spannung ist, Leute. Guck mal hier, hier, hier. Hier geht's unten rein. Sag ich doch. Boom. Keiner drinne. Puh. Deine letzten Worte. Ariane, die Granate, hatte wohl keine Worte mehr dafür, was hier passiert. Boah, was? Hier oben ist keiner? Tschüss. Krank. Okay, das habe ich echt auch nur gerade aus Zufall gesehen, Leute. Hier, das Hochspringen hier, weil ich hochgeguckt habe. Aber das war ja mal tausendmal besser, das Versteck. Aber ey, guck mal, pass auf, Leute. Lernt. Hä? Was? Ich hätte schwören können, hier sitzt einer drinne. Boah, was ist das hier für Digga, du läufst die ganze Zeit bei mir rum, ne? Ist so krass. Ich höre deine Schritte übel laut. Rest in peace, Agam. Wir müssen die bald vergessen. Aber Visier war gar nicht angezeigt gerade, Leute. Ich glaube, hier ist Dings drin, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Oh mein Gott, Leute. Alleine, dass man da... Oh mein... Was? Die Verstecke sind zu heftig, Leute. Wie soll ich hier alle finden? Ja, das ist zu krass. Krank. Man kann einfach durch so normale Dinge durchlaufen, weißt du? Digga, ich sehe es gerade. Das ist crazy, ja. Vielleicht hier sogar selbst im Auto. Okay, ich würde sagen, das Gröbste haben wir erstmal so abgesucht. Jetzt kommen natürlich die Feinheiten. Kleinen, ekligen. Aber guck mal hier, Leute. Theoretisch können wir ja auch hier durch jedes Fenster durch, weil da innen wurde auch schon wieder was gebaut. Du bist übel close. Ich weiß nicht, wie du mich noch nicht gefunden hast. Ich höre dich sogar sliden, Digga. So nah bist du dran. Naja, ich... Achso, nee, du hast mich ja schon gefunden, ne? Du willst ja nur Spannung und so. Ich will nur Spannung, deswegen bin ich hier in der Nähe die ganze Zeit bei dir. Bro, Leute, das ist auch frech. Guckt euch das an. Überall hier Verstecke, überall hier. Boom, da Verstecke. Hier wirft ja einer Tomaten. Ich lebe aber noch gut viele. Mit mir zusammen 7. Aber ich glaube, wenn du mich gefunden hast, kann ich dir zugucken. Aber dann sehe ich die Leute nicht mehr. Deswegen, wenn ich du wäre, würde ich mir vielleicht überlegen, mich am Leben zu lassen. Oh shit. Es wird knapp. Bro, ey Leute, was sind das für Verstecke? Digga, was? Was sind das für Verstecke? Also. Okay, das ist crazy. Sag mir bitte, wie ich auf dieser Map alle Leute finden soll, Leute. Das geht gar nicht. Deswegen hat man die Speerwerfer hier. Ja, 100%. Und ich sehe nämlich gerade auch noch was. Wartet mal. Also das sind auf jeden Fall, die Map hat auf jeden Fall mit die krassesten Verstecke, Leute, die ich jemals gesehen habe. Real Talk. Okay, ich mach einmal einen Tanz für dich, okay? Ich brech den aber sofort wieder ab. Du musst schnell sein. Ja, mach doch. Ich hab nichts gehört. Nee, hast du nicht? Hä, du bist genau in meiner Nähe. Nee, ich hab nichts gehört. Warte, ich mach nochmal. Ah, ich hab gehört. Er ist hier unten. Warte. Bitte. Nein! Okay, warte. Das Ding ist, wenn du mich leben lässt, ich kann ein paar Leute, kann dir helfen. Ja. Ich sehe die Namen. Zeig mal ein. Du siehst die Namen? Ich sehe die Namen, ja. Ja, das ist ja irgendwas eigentlich. Ja, aber ich sag's dir nicht ganz. Bro, du kommst ja nicht mal raus. Ich bin zu fett, Digga. Ich sag's dir nicht ganz, ich gebe dir nur Tipps dann. Ich laufe ein bisschen mit dir. Ja, wenn ich hier irgendwann wieder rauskommen sollte. Guck mal, der geht in den Versteck rein, wo er nicht mal rauskommt, Leute. Guckt euch den Fettsack an. Ah! Okay, das hat geklappt. Du bist doch der einzigste Mensch, glaube ich, der den Brutus-Skin spielt. Ich feier den übel. Ein bisschen aus wie Lofty. So von hinten mit den Tattoos. Ja, das stimmt. Okay, wie soll ich dir Tipps geben, ohne eklig zu sein? Ja, ich suche erstmal noch weiter. Ich habe hier noch ein paar... Das Ding ist, ich sehe die ja selber nicht mal ganz genau. Also die haben schon echt ekelhafte Verstecke. Ich gebe dir einen Tipp. Ein kleines Rätsel. Was ist das Wichtigste in Fortnite? Ich glaube, Rätsel brauche ich gar nicht, weil komm mal her. Ja, okay, er hat direkt jemanden gefunden. Boom. Aber den meinte ich gar nicht, den habe ich selber nicht mal gesehen. Was ist das Wichtigste im 101 in Fortnite, wenn man bauen darf? Hier im Dreck zu sühlen. Ja, okay, wenn du das so siehst. Aber es gibt ein Begriff, den man so in Fortnite benutzt, weißt du? Durch die Fenster gehen. Nee, wenn man so ein 101 macht. Was ist so eine der 90s, wichtigsten Sachen? 90s. Und warum macht man die 90s? Um nach oben zu kommen. Vielleicht oben ein bisschen gucken. Selbst mit durch Wand gucken weiß ich nicht, wo die sind. Das ist echt schwer. Bro, guck mal, du kannst in jedes Haus reingehen. In den Häusern hast du nochmal unsichtbare Wände die ganze Zeit. Okay, ich sagte, hier in der Bibliothek ist auch noch jemand. Aber wo? Ich glaube, ich werde gleich mal den Sucher einsetzen. Ja, ich glaube, musst du wirklich. Ich glaube, ich muss echt mal den Sucher einsetzen. Oh, du hast mich gefunden. Guck mal.
Das sieht echt crazy aus. Nicht mal dann finde ich einen. Oh. Hast du jemanden? Oh mein Gott, wo ist der denn da? Ich hab keine Nein. Ahnung. Nein. Oh my goodness. Der hat Verstecken durchgespielt, Mann. Obwohl das eigentlich gar nicht so OP ist, finde ich. Nee, das sieht Aber man da nicht. Rennst du einfach dran vorbei, weil du da gar nicht hochguckst, ne? Julian, das war's. Ich sag hier in der Mitte ist auch noch einer, ich weiß aber nicht wo. Ja. Oh, hey, wie ist der da ganz oben? Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ich sag's dir, crazy. Ich hab's gewusst. Ich weiß nicht mal, wie man da hochkommt. Ja, ich probier auch mal da hochzukommen. Nein! Lol, da kann man hochspringen. Auf die Kerzen, oder was? Ja, ja, auf die Kerzen, dann hier hoch. Bro! Eieieiei. Vor allem Death Run geworden. Mein Gott! Wo ist der? Ist er runtergesprungen? Ja, der ist abgehauen. 31er! Das war Ruka gewesen, das habe ich am Skin gesehen. War es halt echt. Ist einfach weg. Oder so. Einfach weg, wirklich einfach weg. Oha, ich sehe das neue Versteck von Ruka, das ist crazy. Ja, das habe ich auch schon gefunden gehabt. Hä? Hä? Hier war ich doch schon. Hä? Bro, wie ist der da reingekommen, Leute? Digga, er findet. Hä, Nein. Hier warst du doch schon, oder nicht? Ja, ja, aber Junta ist einer. Ich weiß nicht mehr, wie er da reinkommt. Durch das an, er ist hier unten drin. Nein. RIP. Oh mein Gott, Johnny, das war auch ein... Ey, die Verstecke ich niemals alle gefunden, Leute. Das ist wirklich teilweise so schwer. Oh, das war's. Komm raus. Ha. Überraschung. Okay, zwei Leute noch, oder? Ja. Alleine, dass die Leute jetzt immer noch leben, obwohl ich ja eigentlich schon durch die ganze Map gefühlt diese scheiß Dinger geschossen habe. Hä? Delta und blondes Gold leben. Oh mein Gott, nein. Guckt euch das Versteck an. Wow. Also das kannst du ja auch nicht ausdenken, Leute. Guckt euch das an. Crazy. Absolut krank. Okay, nur noch Delta lebt und das Versteck ist echt out of map gefühlt. Map? Ja, es sieht so aus irgendwie, wenn ich ihn seinen Namen sehe, auf jeden Fall. Bro, ich weiß ja nicht mal, wo. Guck mal, Leute, ich finde ihn nicht. Hä? Das zeigt mal, welche Richtung er ist. Ah, ich sehe ihn. Lol. Wieder Bibliothek. Der ist doch safe out of map. Ja, oder? Weiß Wie soll man da sonst hinkommen? Hä? Oder ist der hier in der Bibliothek irgendwo? Oh, hä? Da war ich doch gewesen schon. Bro, hier. Ah, hier war okay. ich. Na, hä? Ey, Bro, das ist zu hart. Wieder eine Wand. Ekelhaft. Ja, krass, ey. Heftige Wand. Ja, also ich würde wirklich sagen, das ist wirklich, ich glaube, die schwerste Versteckmap, die wir jemals gespielt haben. Auf jeden Fall. Weil hier die Leute mitfinden, also das war ja schon fast, da brauchst du ja wirklich schon IQ 10, mindestens. Das ist wirklich krank, Leute. Hier, André, du hast verloren, warst mit einer der ersten, die ich gefunden habe. Hä, ich war der achte oder so, das ist gar nicht schlecht. Mittelfeld. Thorsten zockt, sagt zu krass, Einzelanfertigung, alle gefunden, Schosch und PS5-Ingenieur. Liebe Grüße, Julian. Okay, bin am Start. Freunde, wie ihr schon sehen könnt, haben wir begrenzte Schuss von Grappler. Dank Odemann wissen wir das jetzt. Ja. Weil Danke dafür, Digga. Er hat nicht hingeguckt und hat dann irgendwie seinen Grappler verballert. So, ich glaube, wir müssen 11 Leute finden. Also es wird... Ja. Ich hatte übel den Lag auf einmal. Ab Sach mit, Digga. Was war das für ein Versteck, Bro? Was dachtest du dir dabei? Auf jeden Fall ist er raus, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch 10 Leute finden. Ich dachte eben kurz, das wäre jemand. Ich hatte kurz Braindeck des Lebens. 10 so. Zahl mit Ziegen, 10 Zahl mit Ziegen. Und man, von 1 bis 10, wie wild 12. ist das Versteck? 12. Ja. Jetzt echt? Ja. Okay, die Map ist ziemlich riesig, Freunde. Aber wir haben, wie gesagt, Grappler-Schuss 10 Stück. Und ich denke mal, viele von den... Warum hörst du auf zu reden immer, Digga? Wieso haben alle Schild, Junge? Alimat wurde auch gefunden. Der hat gar kein Schild. Das Ding ist, viele Leute verstecken sich automatisch in diesen Lava-Dingern drinne. Weißt du, wie ich meine? Diese Lava-Wasserfall-mäßig. Diese Lava, ja, genau. Lava-Wasserfall. Die sich so bewegen. Diese Kreise. Da kann man immer reingucken, Freunde, weil alle denken, boah, 500, der merkt nicht. Aber das sind halt so diese Wallah, ich schwör. Wallah, dumm, ich schwör, Mädchen. So, zwei Leute gefunden. Freunde, ich bin stolz auf mich selber. Weiß nicht, warum ich auf einmal denkst, Slavik geworden. Nee, ich nicht Slavik. Auch nicht, Digga. Wie heißt dieser eine? Welche? Hallo, Freunde, heute machen wir ein Experiment. Freunde, ihr wisst, wen ich meine, oder? Nee, Borat! Nein, das ist so ein Russe und der wird übersetzt aufs Deutsche. Der macht immer mit so Experimente, Digga. Hallo, Freunde, heute habe ich meine Katze Dings. Dabei. Ja, der Experimententyp, stimmt. Ja, schreibt mal rein, ob ihr wisst, wer das ist, Freunde. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich feiere diese Stimme. Obwohl das nicht mal selber ist. Falls ihr es nicht wusstet, dieser... Kanal ist eigentlich nur russisch und das übersetzt einfach jemand ins Deutsche. Digga, er hat einfach das YouTube-Game durchgespielt. Ich schwör, er muss selber nicht mal Content machen, er muss ihn übersetzen. Nur übersetzen Man weiß nicht mal, ob es stimmt. Ich schwör. Okay,
Egal, wir machen weiter. Wir haben zwei Leute gefunden. Das ist für den Anfang relativ okay. Wir gucken in diese Pfützen rein. Pfützen! Pfützen! Lava-Pfützen! Das wollte ich sagen. Oh, du bist eine kleine Pfütze. Du bist eine Pfütze. Du bist eine Pfütze. Ey, guck mal, wenn Pfützen Pfützen wären, dann wären doch Pfützen Pfützen Pfürz. Boah, was ist, wenn du in eine Pfütze furzt? Ist es dann eine Furzpfütze? Digga, dann ist es einfach eine Furzpfütze, Digga. Junge, kann ich unten in die Lava springen oder sterbe ich dann? Probier's aus. Digga, dann ist die Runde vorbei, sag mal. Tobias! Nein! Doch! Du bist Tobias! Sag ich! Was ist Tobias? Ich brauch einen Sniper, Digga! Junge, spring! Nein! Ich tu's! Sag ich! Okay, man stirbt nicht. Oh, Lul, ich sehe dich, du siehst aus wie so ein kleiner Ameise. Ja, die Map ist ja unnormal groß, Freunde. Was habe ich mir hier angetan? Unnormal groß, Digga. Egal, wir kriegen das schon hin. Mit eurer Hilfe. Jeder Daumen nach oben ist ein Intelligenz-Quotient-Swens mehr als für Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann dir sogar jemanden snitchen, André. Ich weiß, wo jemand ist. Oh mein Gott, ich habe daneben geschossen. Junge, okay. Wir müssen den Grappler für sowas behalten. Du kannst mir einen snitchen. Ja. Ah, Freunde, apropos snitchen. Soll ich das nächste Hide and Seek? Ihr müsst ein Like da lassen. Ich sag bei, ich weiß nicht wie viel, guck nie auf Likes, aber ich glaube so bei 1500, 2000 Likes machen wir das nächste Mal ein Hide and Seek mit Idiotentest. Hide and Snitch mit Idiotentest. Das heißt, die Leute snitchen. Sie dürfen nur snitchen, wenn sie eine Idiotentestfrage beantworten. Darauf habe ich mal Bock gehabt, Freunde. Wollte ich eigentlich auch machen, aber dann kam Odo mal mit der Idee, hier ein Klombo aufzunehmen. Ist und das war sehr wild. Idee, Digga. Okay, du kannst jemanden snitchen, dann sag es mir. Du siehst doch diese Generatoren in der Mitte, André, ne? Ja, die so Laser in die Luft schießen. Ja, genau. Ja. Und du warst doch ganz am Anfang, wo du runtergesprungen bist, war doch ein so ein kleiner, ne? Ja. Der so tief ist. Ja. Geh da mal hin und dreh dich so ein bisschen im Kreis. Alles Lüge, Digga. Du verarschst mich safe gerade. Ist da kein. Da, wo du jetzt gerade hin. Dreh dich mal um. Klömbis? Dreh dich um. Dreh dich um. Ja? Warte. Hab ich? Warte. Zu welcher Richtung stehst du? Do you see me? I see you. Zu welcher Richtung guckst du gerade? Da, wo ich runtergedroppt bin, guck ich. Okay. Dreh dich einmal nach rechts. Einmal nach rechts. Ja, also da, wo diese Landschaft ist. Jetzt guck da mal, das sind irgendwelche Höhlen, da muss jemand versteckt sein. Okay. Oh, ich sehe jemand moved. Ey, nicht laufen. Wer läuft, dabei gepackt wird, wird gebannt für immer auf alles. Er rennt gerade. Der darf nie wieder WhatsApp benutzen. Er ist genau auf der Insel. Also, ich bin der Snitcher aus 3000, Junge. Meinst du hier oder was? Jetzt geh mal Steine? Da ein bisschen auf die Steine drauf. Aha. Mal drauf. Oder bist du das, der da rumläuft? Das bin ich, Digga. Oh mein Gott, Chris. Junge, was verarschst du mich so? Ich seh noch einen. Er läuft jetzt immer weiter zu Columbo. Er sitzt in Richtung Columbo, aber auf der Insel drauf. Komm her, du kleiner Pendech. Er rennt weg. André, lauf. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn. Ich seh dich auch. Warte. Hier ist er. Junge, Vernichter hat's wieder null gecheckt, Digga. Wer auch sonst? Ich sag nicht, laufen, er läuft die ganze Zeit. Ich hab ihn gesnitcht. Geh mal da hoch, André, weil da oben ist, glaube ich, auch noch eine Höhle. Da war der eigentlich drin. Vielleicht ist da noch jemand. Ich sag dir, die Leute. Ja, genau, da drin. Hast du einen? Da war echt einer. Bei Klombo ist safe jemand. Da ist niemand. Ich hab dir im Sliden einen Shot gegeben, Digga. Und aus Versehen so. Ich bin stuck! Guck mal, ey, ohne mal selber so einer, der wegläuft, Digga. Okay, ich kill dich nicht. Du kannst mit mir suchen. Verpiss dich! Ich kill dich nicht. Guck mal, ich war, Digga. Ich war in seiner Fettfalte. Guck mal, wo bist du? Wo bist du? Da fühlst du dich wohl, ne? Wo bist du denn? Junge, ich habe noch 3 Grappler-Schuss. Denkst du, ich gehe da jetzt hoch? Junge, du kannst von hinten hochlaufen. Bei Samyaro? Ah, hier, Digga. Ich bin drauf. Let's go. Boah, Digga, das ist echt wild gebaut. Einfach Christoph Kolumbus, guck, hier drin war ich. Das ist aber ein wildes Versteck. Nur das Ding ist, da guckt man safe sowieso nach. Vielleicht kann man auch in den Mund, aber das habe ich nicht geschafft. Ja, das geht. Warte. Muss wen jumpen. Ah, Digga, man muss den wildesten jumpen. Oh, du musst mir jetzt helfen. Ich helfe dir. Ja, ich habe 4 Leute gekillt, plus dich 5. Das heißt, es leben noch 6 Leute, glaube ich. Dementsprechend komm mit. Sind noch ein paar am Start. Warte mal, kann ich dir eine Waffe droppen? Ja, kann ich echt. Ehre, komm mit. Genau. Ich sehe von hier einen, Digga, oder? Da hinten. Oh, ja, Junge, pass auf, Alter. Nee, doch nicht. Okay, komm mit. Ich sag dir, was ich meinte, okay? Oh, warte mal. Digga, hier ist safe jemand. Hier sind immer welche drin. Ich habe schon 2 Leute gefunden. Doch nicht. Nee. Okay, komm mit mir. Hier war ich auch, glaube ich, schon, Digga. Ich bin dumm. I'll show you the world. Okay, show me the world. Ich habe mich irgendwo hingeglitscht. Du bist einfach nein, bitte drin. Nicht, Digga. Kannst du nicht, dingsen. Grapple. Oh, ich konnte rausgrappeln. Wer auch immer da, wenn da jemand drin ist, Digga, viel Spaß. Digga, viel Spaß hier. Ich komme nicht mehr raus, Odemann. André? Ich bin stuck in der Wand, guck mal. Nein, ich sehe dich. Warte. Ich bin auch drin. Nein, warum machst du das? Nee, ich bin nicht drin, ich bin draußen. Hä, wie bist du da drin? Kannst du mich killen? Warte.
Wo stehst du? Warte, kann ich respawnen? Ich habe noch einen Schuss. Weiß nicht, warte, ich respawn. Na, ich kann nicht hauen. Versuch mal, mich zu hauen mit Spitzhacke. Ja, okay. Odeman killt mich, Freunde. Und dann hoffen wir einfach, dass wir ihm zugucken. Wenn nicht, muss Odeman aufnehmen. Oder? Du guckst mir zu. Geht's? Ja, ich guck Odeman zu. Okay, Freunde, wir schauen dann jetzt Odeman weiter zu. Weil, ich ja, hab wir nur hatten... einen Pumpgun-Schuss. Bei mir hast du 28. Ich hab nur einen. Okay, ich hoffe, alle Leute haben es verstanden. Durchgehend tanzen. Nochmal für euch alle. Durchgehend tanzen. Und dann sollte es ein bisschen einfacher sein, aber auch nicht viel einfacher, weil die Map einfach riesig ist, Freunde. Weil einfach ist, Digga. Oder man hat halt auch einfach keinen Grappler mehr. Das ist halt das Problem. Okay, Eiscreme, gib mal einen wilden Tipp für Odeman. Wild? Schwierig. Ich bin irgendwo am Rand, aber da ist auch so ein komischer Lava-Kreis in der Nähe. Aber man muss da nicht hinglitschen, also man kommt da hin. Nein, nein. Ich hatte nicht mal einen Grappler oder so. Achso, ihr hattet keinen Grappler, okay. Er ist am Rand der Map, sagt er. Wo auch sonst, oder? Ja, super. Das hilft uns aber nicht, Eiscreme. Die Map ist 12 Kilometer groß. Ja. Mohammed, ich brauche dein Statement. Wo bist du? Ich bin neben dem fetten Vulkan. Neben dem fetten Vulkan bist du? Ja, und ich tanze gerade. Du bist neben dem fetten Vulkan und tanzt. Neben dem fetten Vulkan. Und denkst du gerade vorbei an mir. Oh, vorbei. Da war jemand ohne. Trier! Der soll mich erst. Der soll mich nicht töten zuerst. Der soll mich töten. Warte, ich will mal rein. Er muss erstmal da rauskommen. Weißt du, wie hart das ist? Lass da mal ein bisschen raus. Entschuldigung, darf ich hier? Ah, hier. Hier. Schlag ab! Nein, noch nicht, warte. Kill ihn! Einfach mal versteckt hier, warte. Bitte. Kill ihn einfach! Er will sein Versteck zeigen, aber kill ihn einfach, bevor er verzeiht. Hot! Oder mal, Robin hat 20.000 Leben. Hä? Robin hat 20.000 Leben? Warum? Warum? Robin, Statement? Ich war selber nicht, Digga. Ich hab auch Speed. Junge, ich bin gespawnt. Was Biesel ist das 20.000. Denn, Alter? Okay, Robin, dann musst du uns einen Tipp geben. Wo bist du? Ich bin in so einem Vulkanloch. Also Lava. Oh, Digga, ihr habt doch alle die gleichen Verstecke, Junge. Was ist noch in der Nähe, Melfim? Du hast gerade was gesagt. Ich bin halt halb in einem Berg drin. Aber nicht reingeglitscht, so. Man kann reinlaufen. Halb in einem Berg halb und in der Nähe Berg, ist Lava. Bruder. Danke. Ey, Mavemims, korrekt, Bruder. Ich stehe auf dem Boden. Guck dir die Map an, André. Warte ganz kurz. Ja? Guckst du ja? Die Map an. Ich bin, hier ist Lava und hier ist Berg drin. Ich bin in Berg drin. Guck, hier bin ich. Das Ding ist, die wissen selber nicht mehr, wo sie sind. Das ist das Problem. Warte mal, wie könnten wir das jetzt dribbeln? Ich will einfach eine neue Map. Nein, ich will die Map spielen. Ich mag die. Die ist kacke. Die ist ultra gut. Ich habe noch nie so eine wunderschöne Map. Oh, ich hab einen! Schnall ihn ab! Andi, du hast keinen Schuss mehr. Ich hab einen Schuss, Digga. Junge, bleib stehen. Geht's dir gut? Ich sag dir ehrlich, bleib stehen, Digga. Ja, Freunde, das hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Das heißt, es sind gar nicht mehr so viele, Digga. Einfach nur noch vier Stück. 5 minus 1, 4 Stück noch, ja. Oh, ich sag doch. 20.000! Er hat echt 20.000 Leben, das bringt nichts. Ich kann ihn nicht mal killen. Egal, lass ihn einfach da stehen. Hast du Waffen? Er hat keine. Hä? Er hat keine Waffen, aber 20.000 Leben. Richtig dumm. Okay. Lass mich raus! Noch alte 4. Das heißt, nur noch 3, oder Mann? 3 nur noch. Hast du gesehen? 360. 360? Vergiss, Digga! In die Fresse, Digga! Wer war das? Mavemims. Oh, dann heißt. Das heißt, nur noch Sleepy David ist am Start, oder? Digga, oder noch 2? Sounds. Nee, nur noch 2. Hä? 2 noch, ja. Okay, Sleepy David ist noch am Start. Und? Und, Kotokuya Kotota. Wer? Oder Ultra? Nee, Mr. Ultra habe ich schon gefunden. Achso. Okay, Sleepy David schreibt gerade. Er schreibt gerade einen Tipp. Ich bin oben links auf der Karte, wenn man sie öffnet. Öffne sie mal, oder? Ja. Warte. Oben links. Karte. Oben links. Da bist du doch gerade, oder? Hier, ja. Aber er ist safe da in der Ecke drin. Wollen wir einfach sagen, die letzten beiden haben gewonnen, ja, Digga. Die haben gewonnen. Ich will Odeman nicht weiter quälen. Eigentlich wollte ich so machen, dass ich noch 20 Minuten ihn weitersuchen lasse, Freunde. Du kannst! Ich glaube, die Map ist zu groß. Okay, wir machen das so. Ich will aber noch die Verstecke sehen. Kommt mal zu Odeman in die Mitte zu den Plattformen und zeigt mal kurz eure Verstecke. Okay. Wo war er jetzt? Er zeigt jetzt sein Versteck. Jetzt kommt's. Freunde, ich glaube, wir haben ein kleines Problem gehabt. Ich glaube, man ist als Sieger eigentlich schneller und das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Deswegen machen wir das. Oh, da war noch jemand, siehst du? Das ist Robin. Oh, Digga. Ja, okay. Junge, die haben auch wieder dieses Heidenschwitz durchgespielt, Mann. Ich nenne das auch Heidenschwitz. Okay, wer war das? Stirb, Digga. Sleepy David. Sleepy David. Okay, dann fehlt nur noch der Letzte. Wo ist ich hoffe, er hat es verstanden, dass er zu den Plattformen gehen soll. Ist er da? Da ist er. Wo?
Ah, da, okay, okay. Wetten, er geht irgendwo in den Berg rein, in eine kleine Höhle jetzt, und sitzt guck dann jetzt da. Pass auf, wo der sitzt. Ja. Aber es kann dauern, bis ich bei dem bin. Kurze 12 Jahre. Alles gut, oder? Alles gut, André, alles gut. Ich muss ja nicht laufen, deswegen. Ah, leck mir am Arsch. Okay. Ja, da hoch. Mhm. Waren wir nicht hier eben? Doch, waren wir. Ja. Warte. Wer weiß, wo er sich versteckt hat? Junge, er macht einfach Dings, Digga. Einfach Rand der Map. Aber so richtig Rand. So wie vom Brot, weißt du? So Brotrand. Junge, what the fuck, Digga? Hier war ich doch. Das kann nicht sein, dass du hier warst. Sagst du, hier warst du? Bro, es kann auch sein, dass die ganze Zeit alle gleich aussehen und du warst hier gar nicht. Ich war hier, bin ich hier rumgelaufen, André. Ja, du hast es aber nicht gesehen wahrscheinlich. Ja, hab ich nicht. So, Freunde, ich bin mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert oder ob ich überhaupt niemanden finde, weil ich sehe da schon eine gebaute Treppe, Digga. Safe ist da ohne Mann. Was sagst du, Digga? Die Leute haben sich safe richtig eklig versteckt. Guck mal, hier sind überall Treppen, ihr ekligen Digga. Ich hab gesagt, ohne Bau. Egal. Scheiß auf dich. Da hinten steht mein Taxi wenigstens noch, Freunde, falls wir noch eine zweite Runde machen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben. Das hat mich schon immer interessiert. Was feiert ihr mehr bei Hide and Seek? Wenn wir uns verstecken selber oder wenn wir suchen? Ja, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare beantworten, auch jetzt bei Odemann im Chat, ja. Freunde. Digga, ich hätte jetzt gedacht, hier ist jemand drin, das wäre 500 IQ, weil das Auto stand da schon. Nein. Ja. Bist du eigentlich mit Auto unterwegs oder mit Dings? Ich bin zu Fuß unterwegs, okay. Damit ich besseren Blick hab. Besseren Blick. Licken, flicken, lick, Lolli. Ja. Da steht oben mal drauf. Okay, wir nehmen uns auch hier einen Granatenwerfer mit, damit wir ein bisschen Vorteile haben. Ich habe aber nur 6 Schuss. Nee, das Auto gehört auch hier hin. Freunde, ich sag euch, das ist gar nicht so einfach. Warte mal, wer steht hier einfach bei der Garage? Safe jemand. Garage! Niemand! Niemand! Digga, aber das Auto. Junge, wollen die mich verarschen? Die haben mir extra Autos hingestellt. Die haben extra hier Autos hingestellt, damit man so denkt, okay, da ist jemand, da war aber keiner. Nein, Schmeif Schniems! Du bist tot, Junge! Okay, die Leute, die sterben, bitte einfach im Main-Gebäude landen oder so, können von oben weiter gucken. Was weiß ich. Okay. Aber nicht rumlaufen und auch nicht mit Autos fahren, das verwirrt. So, wir haben den ersten gefunden. Mayfiems wurde gefunden, Freunde. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie viele wir waren. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich jetzt bei Autos versteckt haben. I don't know. Das macht es doch ein bisschen schwieriger. Junge! Ich hab ihn. Digga, ich glaube, das ist Kalle. Ich habe ihn fast nicht gesehen, weil er einfach genauso aussieht, wie der sitzt. Okay, wir haben Kalle gefunden. Das war richtig unlucky, dass ich hier gerade runtergegangen bin, Freunde. Aber ein wildes Versteck gewesen. Das Ding ist, Kalle hatte so einen schwarzen, diesen Dingskin, diesen Spinnskin, weißt du? Ah, ja. Und der Sitz vom Auto war auch so schwarzes Leder. Man hat das null gesehen. Ah, wild. Ja. 2 Leute gefunden. Yeah. Hier ist die kaputte Wand. Das heißt, hier ist jemand gegengefahren, Freunde. Jemand hat sich hier irgendwo in dem Gebäude versteckt. 1000%. Lüge. Wer ist das, Digga? Oh, scheiße, ich wollte die Autos nicht kaputt machen. Joy war das. Sehr wildes Versteck, aber es war halt ein bisschen einfach, weil man einfach hier sieht, dass überall irgendwo gegengefahren wurde. Oh, ich habe meine Waffe gedroppt für die Pizza. Also würde ich ihn echt auch machen, aber... Würde ich auch machen. Die Pizza ist richtig OP, Freunde, habe ich gehört. Ich spiele ja kein Battle Royale. Helf mich, verpiss dich. Helf mich, mach ein bisschen Lärm bei Odemann. Ja, tanz mal ein bisschen rum. Junge. Oha. Jemand hat Big Brain, glaube ich, gemacht. Was? Wer hat geschossen? War das Mayfiems? Nein. Sicher? Ja. Hier ist einfach ein Auto auf dem Kopf, Digga, aber da ist keiner mehr drinne. Das wäre richtig krankes Versteck gewesen. Aber hier ist eine Garage. Es geht nicht mehr, fliegt raus, ne? Ja, ja. Okay, wo könnten noch Leute sein? Wir müssen jetzt jedes Auto durchgucken, Freunde. Und auch, hier fährt jemand? Jemand fährt, warum? Ich bin gefahren. Warum? I don't know, I don't tell you. Das war doch übel dumm, jetzt weiß ich, wo du bist. Nein, weißt du nicht? Ja, warte mal ab, du Kleiner. Weißt du nicht? Warte mal ab, du Little. Ja, geh mal in die Garage rein, du kleiner Hund. Ja. Komm in die Garage. Also. Komm rein in die Garage, Digga. Wo ist Odemann, Freunde? Du musst ja hier irgendwo in der Nähe sein. Geh in die Garage. Okay, irgendwo hier in dieser Richtung. Genau. Irgendwo hier in dieser Richtung? Ja, ist das richtiges Deutsch? Ganz bestimmt. Genau in dieser Range, in der Mitte der Map. In der Mitte der Map. So ein Ding ist das. André. Digga, Odemann hat sich safe irgendwo hochgebaut, Digga. Weil er wieder keine Regeln befolgen kann. So einer ist er. Ich hab gedacht, ich habe YouTuber-Bonus. Ja, das habe ich schon gemerkt, wo du im Kommentar beantwortet hast. Kein Problem, ich habe YouTuber-Bonus. Okay, geh mal weg. Ich umpositioniere mich. Ja, höre ich nicht über die ganze Map. Nein, hörst du nicht. Geh ich positioniere mich um. Okay, ich mache meine Ohren zu, ohne zuhalten. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Okay, ich bin umpositioniert, André. Okay. Man hört da ganze Zeit so ein Auto rumpeln, Digga. Nein, ich bin... Okay, ich bin umpositioniert. Okay. Was sagst du zu deinem Versteck? Mein Versteck ist 10 von 10. Ja? Ja. Okay.
Und Mavims guckt mich die ganze Zeit an. Hm. Wo könnte Odemann sein? Digga, das Auto steht doch immer da so, oder nicht? Ey! Weißt du, ich war nicht mehr auf L-Haus. Vor allem, weißt du, wer dich verraten hat? Mavims. Ich ja, hab ihn die ganze Zeit da oben rumspringen sehen, der Idiot. Achso. Da! Oh, Mavims gekillt, du Opfer. Da! Okay, Odemann. Okay. Ich würde ja sagen, du hilfst mir, aber nee, du siehst ja alle nicht. Namen, alle, das ist halt das Problem. Dementsprechend, es war eigentlich ein wildes Versteck, Digga, kann man nichts gegen sagen. Nee, sagt ja ich. War wild. Aber wir haben trotzdem bis jetzt nur 3 Leute gefunden. Okay. Und meine eigene Stimme macht mich aggressiv. Weißt du, eigentlich höre ich mich so sexy boy also an. Ich so. Sag dir, ich gebe dir einen Tipp, okay? Ja, ja. Es gibt, glaube ich, einen, der sich noch hochgebaut hat. Oder 2. Ja, okay, und ist schön. Es ist traurig, dass du den einen noch nicht gefunden hast. Es ist traurig? Ja. Du hast sogar in die Richtung geguckt. Wie? Wann? Ich gucke, ich habe schon in alle Richtungen geguckt. Nee. Da, wo du zu mir geguckt hast. In die Richtung. Dass du das nicht gesehen hast, ist traurig. Okay. Freunde, dann gehen wir gleich nochmal hin. Aber ich habe ein... Also würde ich Big Brain mich verstecken, dann wäre ich hier. Und ich hoffe, ich habe recht. Guck mal, hier ist schon das Ding weg. Und wenn man hier reingeht, steht hier ein Auto. Wen haben wir hier denn? Das ist der liebe Razor. Freunde, ich wusste irgendwie, dass hier jemand versteckt ist. Weil das ist meine Lieblingsgarage. Hier bin ich immer gelandet und habe mich gefetzt. Okay. Odemann hat gesagt, traurig, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ja. Noch jemand dachte, er hat YouTuber-Bonus. Ich glaube, das dachten alle, Digga. So ein Ding ist das. Bin da, oder Mann? Okay, wo bist du? Da, wo dein Versteck war. Ja, ich habe gesagt, schade, dass du es gesehen hast in die Richtung, die du geguckt hast. Guck mal. Da hat jemand die Wand nachgebaut. Ah, ja, vielleicht. Junge WTF, ist er mit seinem Auto hier reingefahren, Digga? Warte. Digga, ganz wildes Versteck. Digga, und du konntest ins Fenster reingucken, wo das Auto steht da, du Opfer. Ja, du Digga. Du hast es gesehen, du Keck, Digga. Stitchy, sehr wildes Versteck, kann man nichts gegen sagen. Das war wild, Digga. Freunde, die Leute, wenn sie sich verstecken und nicht gefunden werden wollen, dann haben sie zu wilde Fantasie, ja? Geh mal nochmal hier auf dieses Gitter. Ja. Und guck genau in das Fenster da. Und du hast es nicht gesehen, du Keck. Ja, ich kann doch nichts, ich sehe da nichts. Das Auto siehst du da nicht? Ja, so ganz, ganz wenig, bisschen lila. Ah, okay. Siehst du das durch die Wand, oder was? Ich bin hier oben. Ja, woher soll ich das da von dir sehen, du Idiot, Mann? Da von dir? Da von dies, von das? Okay, André. Salasee, Salasos, Feuerkelch 4.0. Willst du noch einen Tipp geben, oder willst du allein suchen? Gib mal gerne ein paar Tipps, aber okay. So welche, die nicht direkt, weißt du? Okay, Erstmal kannst du mir sagen, wie viele Leute noch leben? 1, 2, 3, 4 Leute. 4 Leute noch, okay. Warte mal, bevor du mir einen Tipp gibst, ich gehe jetzt erstmal hier in diese Garage rein. Hier ist 100% jemand. Nee, 5 Leute. Hier war ich noch gar nicht. 5 noch. Guck mal, hier ist schon gebaut, Digga. Okay, hier ist keiner drin. Hier, das Auto steht hier immer. Okay, keiner in der Garage oder bin ich blöd, Digga? Garage. Ich hätte jetzt gedacht, in der Garage ist jemand, Freunde, aber niemand da. Okay, verständlich, verständlich. André, soll ich dir noch ein Tipp Auto? Gehen? Ja? Du hast mir davor auch keinen gegeben. Wo bist du? Ich bin jetzt, wo man runtergeht. Ja, genau. Geh mal auf das Jumppad einmal. Ja? Bin gegeht. Perfekt. Oha. Das war nicht so gedacht. Wer hat dieses Jumppad gemacht, Digga? Okay. Junge, die Leute cheaten alle rum, Digga. Sehr wildes Versteck. Resinio, kurz geht raus. Okay. Die goldene Pumpkin gedroppt, Digga. Ja, wild, Digga. Dankeschön, Digga. Ehren. Hör auf! Entschuldigung, was willst du ungefähr wissen? In welcher Ecke sind noch Leute? In welcher Ecke? Da weißt du ja, also, weißt du, wo die sind. Tilted Towers. Also ich, es gibt ja, ich sag dir man einen kann Tipp. So vier okay. Leute ich sag Teile dir, aufteilen. Ich sag dir einen Tipp, okay? Ja, ja. Wenn du jetzt Tilted Towers siehst, okay? Ja. Von oben, in die Mitte, durch die Mitte einen Strich machst. Okay? Ja. Ist einer auf der linken, auf der rechten Seite und 3 Leute auf der linken. Auf der linken Seite, also in die Richtung, also wo ich jetzt fliege? Wenn du jetzt durch diesen Tilted, genau wo das Leerzeichen bei Tilted ist, einen Strich runterziehst, ist auf der rechten Seite einer und auf der linken Seite sind 3. Okay, also in die Richtung, also wo ich jetzt gucke, sind 3. Warte, in die Richtung oder hier. Sind 3. In die Richtung hier, genau das Ganze hier, sind 3. Und wenn du in die Richtung hier guckst, also von hier hinten bis nach da oben, ist einer. Dann fange ich erstmal hier an, weil wir haben hier noch 3 Leute. Aber wo, Freunde? Ich
habe das Gefühl, als wäre ich schon überall gewesen. Hier unten war ich noch gar nicht. Da gehen wir jetzt erstmal hin und gucken nach. Boah, wenn man hier mit seinem Auto unterpassen würde. Das wäre krank. Das geht aber nicht. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht in dieses Loch bei Tilted reinzubuddeln, aber das würde man ja direkt sehen. Ja, stimmt. Okay, ich habe, glaube ich, jemanden. Hier steht ein Auto, aber hier ist keiner drinne. Oh mein Gott. Hab's genimmt. Ja. Mosquito Time, Movie Time. Du hättest vielleicht diesen Boden hier wieder wegmachen müssen. Dann wäre das nicht so auffällig gewesen. Er macht einfach dieses legendäre Untergrundlochmacher mit Boden zu, Digga, und denkt so, da sieht keiner. Aber war ein wildes Versteck, kann man nichts sagen. Okay, dann haben wir schon mal jemanden gefunden. Boah, hier kann man auch rein. Digga, ich hätte niemals reingeguckt. Ich bin gerade nur zufällig dran vorbeigelaufen. Okay, das Ding ist, die Leute bei Hide and Seek sind immer so, die verstecken sich an den Rändern, Freunde. Jedes Mal. Immer außerhalb. Boah, hier wäre auch ein wildes Versteck. Oh Mann, bin ich, sag mal, heiß oder kalt? Bin ich gerade heiß oder kalt? Ich sehe dich gerade nicht. Ach so. Wo bist du denn? Hier, ich bin bei Big Ben. Bei Big Ben? Ja. Heiß. Bei Big Ben heiß? Ja. Okay. Ja, heiß, kalt, kalt, heiß, sehr heiß. Heiß, 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 heiß. Sehr heiß. Hä, hier habe ich doch gerade schon jemanden gekillt. Was komplett heiß, Digga. Es brennt, Digga. Hä? Ich glaube, die Leute haben kein Auto. Also einer auf jeden Fall nicht. Einer hat es nicht kapiert. Wer denn? Ich glaube, Abdus Ahmed. Digga, sag nicht. Abdu, bist du so ein Vollidiot, dass du es nicht verstanden hast? Ich sag dir ehrlich, du bist gerade bei Mikael und Abdus Ahmed. Oh mein Gott! Mikael hat mich einfach getrollt, Digga, der Eklige. Das Ding ist, er war nicht auf dem Beifahrersitz, sondern er war hinten in der Ecke. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein. Digga. Hab's genimmt. Okay, das Ding ist, wie soll Abdu jetzt hier auch noch versteckt sein? Da ist kalt, wo du bist. Ja? Komm wieder dahin, wo ich sehe. Ja, jetzt wird's warm. Ja? Arschwarm. Herdplatte. Herdplatte? Ja. Sagst du hier drin, oder was? Mikrowelle. Hä? Digga, ist das dein Ernst? Abdu, du bist so blöd, Digga. Hast du nicht verstanden in der ganzen Aufnahme, dass wir uns mit Autos verstecken sollen? Er versteckt sich unter dem Auto und denkt so, Bruder, ich hab doch bei Auto. Bei Auto, Walla, ich war doch bei Auto, ja? Bruder, ja, frag meinen Teddybär. Okay. Kann man so sein? Du hast jetzt alle gefunden auf der linken Seite und musst jetzt auf die rechte Seite. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall den Gewinner sozusagen, weil das ist der Letzte, der noch fehlt. Oh Mann, wenn du mich siehst, siehst du mich? Wenn du mich siehst, siehst du mich? Wo bist du? Bei L-Gebäudes. Nee, noch nicht, warte, ich guck. Auf einmal Zone Wars geworden, der jeder baut irgendwie. Du kleiner Hund! Ich bin runtergefallen. Hier irgendwo ist er. Also nicht bei mir irgendwo, aber hier auf dieser Seite irgendwo. Okay, sagst du in der Richtung? Ja, lauf halt mal. Boah, Ehre, danke. Kann ich von hier oben gucken? Ding ist, das Auto ist fest. Da war jemand drinne. Mhm. Der Bus ist auch fest, der ist immer da. Da ist Odemanns Auto. Bisschen kälter, wo du guckst. Sagst du, hier ist warm, wie Mikrowelle? Da oder? Warm. Jetzt so ein bisschen warm ist da, so lauwarm ist da. Mhm. Da wird's kalt. Kalt, also in die Richtung? Warte mal, ist hier noch... Sitzt da jemand drinne? Ja, Digga. Junge, wer ist der Gewinner? Miroslav, Dr. Miroslav. Dr. Miroslav. Ich glaube, ich bin hier schon dran vorbeigegangen, Freunde. Ich habe das nicht gecheckt. Kann gut sein, ja. Okay, Freunde, es geht los. Wir gehen rein. An der. Oh, du ballest einen kleinen... Schwein. Na, das hast du jetzt gesagt. An der. Ich hätte lieber gesagt, schönes Mensch, aber du wolltest es nicht. Selber okay. Schönes Mensch. Wie gesagt, die Leute laufen rum, Freunde. Dementsprechend ist es eigentlich, wenn man so nachdenkt, relativ einfach, die Leute zu finden. Aber der Vorteil ist, sie sind nicht gefangen auf ihrer... Warum redest du nicht mehr, Ander? Ander? Andersrum? Wollt ihr vielleicht nicht beim Spawn rumlaufen? Das wäre schon intelligent, würde ich sagen, Digga. Digga, Talisman läuft direkt beim Spawn. Wildes Versteck. Das Ding ist, ich sag euch so, wenn ihr ein Versteck habt, wo es mehr Platz gibt, dürft ihr da auch ein bisschen rumlaufen, ne? Ihr müsst jetzt nicht genau vor meinem Gesicht die ganze Zeit rumlaufen wie Vollidioten, weil ihr habt voll ein HP. Das müsst ihr natürlich mitbedenken. Du hast voll ein HP.
Du hast voll einen an der Waffe, Lodemann. Hey, das darf man nicht sagen. Hat okay, wir dürfen Mama ab gesagt. Heute, wir dürfen jetzt nur El Manny-Sprichwörter zur Beleidigung okay. benutzen, okay? Digga, das ist ja from the yellow from the egg, Digga. Digga, genau an das habe ich auch gedacht. Ich schwör auf alles. Freunde, achso. Wenn es einfach El Manny ist. Bevor Digga. Wir weitermachen. Ja? Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollt. Zum Beispiel Hide and Seek, aber alle laufen rum. Hide and Seek mit Seek in einem Raum, Digga. Hide and Seek in einem Raum. Das ist der zum Beispiel. Digga. Irgendwie sowas, Freunde. Irgendwas Cooles. Ich nehme die Ideen, wenn welche coolen dabei sind, und werde die dann umsetzen. Weil ich feiere das mehr. Wir müssen ein bisschen mehr so dieses, wie ich das in Among Us gemacht habe, Freunde. Bei Among Us war das wirklich so, dass ich weiß nicht, 3 oder 4 Monate lang jeden Tag ein Video gedroppt habe und keins davon war genau wie das davor. Ja, ich will weg von diesen jeden Tag, jeden dritten Tag Mörder, jeden zweiten Tag Hide and Seek. Wir wollen ein bisschen neue Ideen rausballern. Kreativmodus. El Capitano, du bist tot. El Capi. Bisschen mehr Kreativität in alte Formate reinbringen, Freunde, die halt gut bei euch ankommen. Wie zum Beispiel Mörder. Ich habe eine Idee, Freunde, die will ich umsetzen. Oder man meinte auch, die ist wild bei Mörder, Freunde. Die ist wild, Digga. Ich bin die Early, Digga. Mal gucken, ob es klappt. Wir spielen einfach Mörder ohne Mörder. Wir spielen Mörder ohne Waffen. Das wäre eine wilde Idee. Da muss man so rausvoten, weißt du, mit so Vote-Knopf, yeah, Digga. Ja, ja, oh, ja, Digga. Ja. Das ist eine geile Idee, Freunde. Guck, das meine ich. Wenn man sich darüber unterhält oder so ein bisschen Sachen erzählt darüber, dann ist es auch relativ einfach, neue Sachen zu erfinden. Ganz kurze Frage an der. Yeah, yeah. Hey, was für ein Skin hast du? Ich habe diese... Hexe, ne? Ja, die Hexe, genau. Bro, wo bist du denn, Digga? Ich laufe hier ganz akribisch alles ab. Akribisch? Akribisch, Digga, das kennen nur die Ultra-El-Manis. Oh, ich höre jemanden. Ba-ba-ba! Slumby is down, Freunde. Oh mein Gott! Wer war das? War das Odemann? Oh mein Gott! Hast du mich nicht gesehen? Nee. Auf der Mauer, auf der Lauer? Ich hab dich echt nicht gesehen. Bro, ich stand genau vor dir, Digga! Junge, lass mich, okay? Okay. Wir haben aber schon 3 oder 4 Leute down und ich höre die ganze Zeit Schritte. Mein Spiel... Zu meiner Verteidigung ist extrem leise, Freunde. Für euch nicht, für mich schon. Weil das Ding ist, das Problem ist halt, dass ich Odemann unnormal laut machen muss. Unnormal laut machen. Damit man ihn in der Aufnahme nicht leise hört. Aber das Spiel muss sich unnormal leise machen, weil es zu laut ist. Weil ich weiß nicht, warum, ist. Das ist behindert, Digga. Es ist einfach dumm. Muss einfach so sein, weißt du, was ich meine? Und das Ding ist, aber... Ich hab, early. Ich sag euch so, die Investition meines Lebens, ich habe mir ein Headset geholt, wo man die Lautstärke am Rädchen... Wer ist das? Wo man die Lautstärke am Rädchen runter machen kann. Und dementsprechend kann ich Odemann einfach laut stellen. Ihr hört ihn rumschreien und für mich ist er ganz leise. Das ist wild, Digga, sag ich dir ehrlich. Kalle down. Davor habe ich noch jemanden gekillt. Ich habe seinen Namen direkt wieder vergessen, weil mein Gehirn einfach TikTok ist. Oha, es gibt kranke Verstecke hier, Digga. Odemann, ich sag dir so, nächste Runde bist du dran. Ich sag dir so, Digga. Nächste Runde bist du dran. Ich glaube, ich bin out of map. Ich weiß noch, Freunde, das war mal eine Mörder-Map, die hat Marek für uns gebaut. Resinio down. Es war mal eine Mörder-Map, wo wir uns hier rausgebackt haben und wir kamen nicht mehr in die Map rein. Und die hat er umgebaut. Vielleicht, welche von euch können sich daran erinnern, das ist bestimmt schon, ich sag mal, so ein halbes Jahr her oder länger. Ich weiß es nicht, Freunde. Oha, wo man hier überall hin kann, Digga. WTF. Marek hat einfach Verstecke bauen durchgespielt, Freunde. Das Problem ist, wie... Ach, ich hab einen Grappler, cringe. Digga, ich bin die ganze Zeit hinter dir, du hast mich nicht gesehen, Junge. Laber nicht. Ich bin wieder weg, Digga, ich bin die Early. Hä? Wo ist Odemann, Freunde? I don't know, I don't know. Kann man hier einfach reinlaufen? Ja. Komm rein, Digga, komm rein. Ich bin drin. Wo bist du, sei ehrlich. Ich bin irgendwie das Gefühl, habe ich, dass ich immer an derselben Stelle die ganze Zeit rumlaufe wie so ein Idiot. Vielleicht bin ich auch einer, Freunde, wer weiß. Ich höre Schritte, aber ganz leise. Aber es liegt... Bolo down. Ja, Bolo, da würde ich halt mich nicht verstecken. Oh mein Gott. Da! Mosquito Dime down. Freunde, es ist übel schwer, wahrscheinlich sich zu verstecken, wenn man sich nicht verstecken darf, ne? Feier ich, weil ich bin scheiße im Suchen und dementsprechend ist es relativ einfach für mich. Oh, was ist hier? Ah, der. Wild, aber wie kommt man hier wieder? Ah, okay. Ah, der. Oh, Ramuk, nicht, sonst kann ich nicht. Sei ehrlich, bist du in Burg? Ich bin in Burg. Okay. Auch in Burg. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, komm doch, Digga, wenn du ein Mann bist. Wir müssen einfach vom Ding her nur hier oben rauf. Ich will nicht so viel den Grappler benutzen, Freunde, weil dann fliegt man einfach nur über die Map und sieht alle. Aha. War da jemand? Das Ding ist, wenn ich jetzt zu dir komme, du kannst nicht mehr weg. Ich sag dir ehrlich, ich geh weg.
Anonym 266 hat einen Headshot des Lebens kassiert. André, hörst du mich? Nein. Du? Okay. Sei du. Wie meinst du, Ingame oder ich höre dich Teamspeak? Teamspeak. Nein, ich höre dich nicht. Hörst du mich nicht? Nee. Hallo, Mann? Bist du noch da? Alter Maul, ich bin weg! Junge, bist du die ganze Zeit... Du redest, du laberst, du scheißt, du bist gar nicht neben mir, Digga. Doch, ich war hinter dir. Nein. Dreh dich jetzt um, jetzt! Hab ich. Ich bin weg. Ja. Guck, du bist ein Lügner, Digga. Du bist ein Lügner. Ich benutze vielleicht richtig oft den Grappler einfach, damit ich dich finde. So, jetzt, zack! Na, Leute, gammeln safe irgendwo am Anfang, jetzt wo ich nicht mehr da bin. Aber ich benutze jetzt die Türme, Digga. Mir ist egal. Ich sag euch so, mir ist egal. Wo laufen noch Leute rum? Boah, bei Odemann, Freunde, können wir einfach im Stream gucken. Hä? Du kannst gar nichts gucken, Digga. Piss dich, Alter. Ich will das so ausnutzen, Junge. Du wirst gar nichts nutzen. Ich werd alle sollen den Stream snipen in der Aufnahme. Du streamsnipst mich gar nicht. Piss dich, Alter. Okay, das wird wild, Freunde. Da freue ich mich drauf. Komm. Also bleibt gerne dran bis zum Schluss wegen Watchtime, weil das ist triggert. Weil es kommt. Dankeschön. Okay. Magst du, aber irgendwie wird schwierig langsam, muss ich sagen. Bist du der mit dem Grabbler? Nee. Das ist jemand anders. Ich hab keinen. Ich hör jemanden. Cringe. Das war richtig cringe. Wo bist du, Digga? Warte, warte. Ich verfolge gerade jemanden. Ah, da, da, da! Ach, Digga, die Pflanze war wieder OP. Einfach Dings. Pflanze, die kugelsicher ist, Digga. Wer ist diese Weste? Einfach Gras um sich drehen, dann ist man unbesiegbar. Was? Ja, unbesiegbar. Ja, bei Dings Fortnite-Logik schon. Wenn du auf Pflanzen schießt, kommt Scar-Kugel nicht durch wie mythische Waffe. Junge, der Satz war übel schwer, sag mal. Digga, der war unnormal schwer, Junge. Nein. Ich muss klüger sein. Ich hab Odemann! Endlich! Nein! Odemann, nerv dich, okay? Du warst hinter mir! Ich hab hier ist aber jemand, gehört. Oder ist er jetzt weggelaufen? Irgendwo da ist er, Digga. Hast du ihn noch gesehen? Guck mal, geh mal hinter dir ins Feuer rein. Da ist er drin, Digga. Das ist ein Geheimversteck. Ich würde es gerne ausprobieren, ich bin ehrlich. Ich sag dir early, Digga. Freunde, kennt ihr das? Wenn ihr wisst, Herdplatte anfassen, es wird wehtun, man macht es trotzdem? Ich auch nicht. Was? Was? Gib doch zu, du willst auch Herdplatte anfassen. Du bist ein Geisterkranker, Digga. Gib zu, du willst... Gib zu, du willst auch die Herdplatte anfassen. Ich sag dir ehrlich, ich würde auch anfassen. Oh, fliegt jemand in die Luft. Endlich habe ich ihn, Digga. Odemann, wegen dir, deiner Aufnahme sind alle anonym die ganze Zeit, Mann. Meine Aufnahme, meine Regel. Freunde, noch drei Leute. Oh, Digga, oh mein Gott. Du das gesehen? Bro. Ich habe nicht drüber nachgedacht, Bro. Ne? Okay, sag dir ehrlich, du warst schon tot. Wir werden jetzt den Grappler öfter benutzen, Freunde, weil sonst wird es relativ schwer. Umso weniger Leute, umso schwerer ist es, sie auch zu finden. Das Problem ist, dass ich niemanden sehe, Junge. Soll ich dir ein Geheimversteck zeigen? Ja, ich hab Gogeta! Warte mal, Gogeta habe ich doch schon gefunden oder bin ich doof? Nee, das war Bolo eben. Das war Bolo, alles gut. Oder man, du kannst doch zugucken den Leuten, oder? Ich wollte gerade sagen, Digga! Okay, aber es leben noch welche, oder? Oder laufe ich jetzt einfach blöd rum? Yoshi! Ja? Hab du Summit und Yoshi! Okay, zwei Leute noch. Da wo du Dings Gogeta gekillt hast, da ist Abdu Summit da unten. In diesem Dings. Ich bin der Snitch Master, Digga, bin ich der Early. Hier oder was? Da runter, Digga. Hier runter? Warte! Da unten links. Da unten irgendwo ist er. Hier. Er rennt gerade weg, er rennt gerade weg. Ist egal, ich hab Grappler. André. Aber deswegen, wenn ich Grappler benutze, dann weiß er, wo ich bin. Er trickst dich aus. Er geht in andere Richtung. Er trickst dich sowieso aus. Er sieht sowieso deine Schritte, weil er Dings anhat. Ja, diese das Hack, ist voll diese Hack. Eklige, Digga. Diese Hack für Arme. Er ist wo jetzt bin ich? Spawn. Ich bin selber verloren. Ich komme nie wieder raus. Oh nein. Doch, hier. Da hinten raus. Okay. Odemann, ich brauche deine Hilfe. Der ist beim Spawn. Okay. Oh, jetzt ist er links vom Spawn. Zack. Zack. Yoshi ist rechts vom Spawn. Die splitten sich gerade. Oh mein. Da, du hast ihn gesehen, hinter dir. Da, links, André, links. Ah. Digga, bist du blind? Ja, du? Ich habe ihn gesehen, aber mein Sound ist ganz leise. Er ist der Wildeste. Oh. Ich habe ihn. Er hat dich komplett ausgetrickst. Niemals. Ich habe ihn gesehen, lüg nicht. André, bitte. André! Yoshi! Warum machst du mich so peinlich, Digga? Ich dachte, wir wären so. Du weißt schon. Ich will nicht zeigen, weil sonst hau ich irgendwas kaputt aus Versehen. Unten, Bruder. Unten. Unten. Jetzt ist er oben. Er ist oben. Ich höre ihn. Ah, du Sachmet!
Freunde, das war irgendwie cringe, dass ich so oft daneben geschossen habe, aber ich würde sagen, jetzt macht Odemann eine Runde. Guck mal, den Fettsack, wie er Pizza isst. Warum bist du so? Okay, ich habe deinen Stream ausgemacht, ich bin ehrlich. Okay, ich komm jetzt, Digga. Ja, komm jetzt. Wer ist am Spawn? Ich schieß, mir egal. Schieß alle ab. Alle, die du siehst. Bolo tot. Alle, die ich sehe, hast du gesagt, André? Ja. Okay. Das Ding ist, die können die Stream. Snipen mich jetzt. Yo! Digga, da waren einfach drei Stück, Digga! Ich bin in drei Leute reingelaufen! Ander! Ander! Weg! Ander! Ander! Weg! Ander! Wer auch immer das war, der mich gesnitcht hat! Max, ich blockiere dich jetzt hier auf im Stream, Digga! Bumm! Du wirst nie wieder mitmachen! Lass mich in Ruhe! Warte! Ja? Warte! Ja. Komm her! Du snitcht mir jetzt jemanden, dann darfst du weiterleben. Ja, okay, komm. Du hast... Ja, okay, komm. Das wäre wirklich aus Versehen, ich wollte da nicht mehr. Ja. Du hast 30 Sekunden Zeit. Ja, komm. 30? Hier hinter der Wand. Hier hinter der Wand. Komm mit. Komm. Hier rauf. Ja. Komm mal da rauf. Komm hier nicht rauf! Adi, da ist ein Feuerkelch! Schade, dass du checkst. Hier oben, hier oben! Wo? Er ist hier lang gegangen. Links. Schieß dich mit Grappler über die Wand. Er ist genau hier hinter. Wo? Ciao! Okay, ja, und? Digga, Alex, ich snitch dich mal. Wo ist jetzt hin, Digga? Ja, ich sag dir nicht. Ander? Junge, es kann doch nicht sein! Bist du dumm, Digga? Ja, du auch! Ich lass dich jetzt, okay? Geh. Weil du nein, hast mit kill denen mich. Kill mich. Nein, du hast hier einen gesnitcht. Ja, hab ich wirklich. Hast du wirklich? Ja, das war zwar Glück, aber... Da waren zwei. Okay, letztes Leben. Wenn du mich jetzt nochmal findest, bin ich echt tot, okay? Ja. Yoshi, kommt dir irgendwo entgegen? Ja, das Blatt ist OP, Digga! Ich sag dir, die Blätter sind richtig OP. André! Kill mich. Ich hab's verdient. Was ist verdient, Digga? Geh mich. Ich kann die Leute snitchen. Okay, snitch. Okay, Kalle ist wild unterwegs. Yoshi ist auch wild. Er tut meine Selbstachtungssteuerungssystem deaktiviert. Ja, anonym hat das Game verstanden. Okay, wir gucken zu. Oh, wildes Versteck, Gogeta. Leider darfst du da nicht drinnen bleiben. Slumby ist auch noch unterwegs. Dodo. Oh, Slumby okay. Ist down. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich guck mal, wie man... Abdu macht wieder irgendwelche Tactics, Digga, im Spawn. Ich sag dir so. Ich gönne ihm nicht, dass er nochmal gewinnt, Odemann. Wir jagen ihn jetzt, okay? Wir jagen ihn, Digga. Kopfgeld. Er macht mit Kamera so nein, aber Abdu, Digga, das wird ein großes Problem jetzt für dich. Spawn, er fliegt in der Luft, Odemann. Nice! Hab ihn, Digga! Okay, unten sind noch zwei, genau unter dir. Da ist sogar anonym 266, der nicht verstanden hat, wie das Spiel funktioniert. Und er wollte schummeln, aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihm zugucke. Wo? Sei ehrlich. Er ist jetzt bei da, wo ich Yoshi gekillt habe. Da, wo ich Abdu, wo ich Yoshi gekillt habe, wo du meinst, schießt dich die ganze Zeit neben. Dieses Haus. Er springt rum. Das ist Kalle. Lauf ihn hinterher. Kalle, bist du dumm? Hä? Nein, das ist nicht Kalle. Das ist Kalle. Achso. Warte, Kalle tot. Kalle zu? Ja, okay, Kalle ist tot. Oh, ich seh ihn. Siehst du ihn? Okay. Du musst gleich seinen Namen sagen, du weißt. Er ist am Strand. Er läuft vom Spawn. Ah, ne, da hinten. Dodo ist down. Hast du ihn? Anonym 266, Digga. Ja, okay, ich muss Replay nachgucken, aber egal. Odemann. Ja. Es leben nur noch zwei Leute: Capitano und Gogeta. Digga, ich bin der Wildeste, ich bin der Early. Gogeta ist... Er hat das Ding verstanden, Digga. Ist er auch irgendwo stehend? Capitano hat gerade ein bisschen Struggles. Okay, jetzt ist er wieder da. Nee, er steht nicht rum. Gogeta ist aber wild. Er achtet auf die Sounds und er guckt im Stream. Aber ich glaube, er guckt im Stream, weil er so ehrenlos Gogeta, ist. Gogeta, du Hund! Gib mir 5 Schweizer Franken! Er sagt nein! Sag Gogeta, kauf Mitglied! Du musst Mitglied kaufen, du Hund! Sonst darfst du nicht gucken! Okay. Wo ist er, Digga? Wo ist er? Ich sagte so, Capitano ist da in der Nähe, wo wir ins hingeglitscht haben, in der Mörder. Ganz hinten in der Ecke. Das wird schwer jetzt. Gogeta Capitano. Ist jetzt bei dem Haus, wo Yoshi war. Weißt du, Odemann? Wieder? Ja. Dieses berühmte Haus, Digga. Okay, er ist jetzt da, wo du mich gekillt hast. Er läuft jetzt. Warte ab. Nach der, oben. Der Ruhe. Hast du ihn? Du hast ihn.
Verfolg ihn! Oh nice! Mein Gott! Okay, der einer lebt noch. Kapitano hat gewonnen, aber du musst ihn noch okay, holen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist da hinten, wo wir uns geglitscht haben, ne? Nein, nein, er war genau unter dir! Du bist. Hörst du ihn? Nee, ne? Ja. Doch! Okay, Capitano. Oh oh. Ich hab in sein Pipi geschossen. Du sagst BUM und schießt daneben. So, Freunde. Ich will ja nichts sagen, aber die Jungs haben jetzt hier 5 Minuten gebraucht, um Versteck zu suchen. Ja, sag einfach gar nichts, so, Junge! Vor allen Dingen die Jungs, guck mal, wie ich Lukas in Schutz nehme. Alle waren schon versteckt, er hat einfach 5 Minuten länger gebraucht. Freunde, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, die Leute zu finden. Wenn wir das nicht machen, das Ding ist, D-King hat schon auf ADHS die ganze Zeit hier hinten rumgeballert. Ich weiß, dass er ungefähr in die Richtung ist, Freunde. Ich muss halt nur herausfinden, wie man da oben hinkommt. Aber ich denke mal, einfach in diesen grünen Kreis mich, hier. Wenn du mich findest, ne? Warte. Ja, so dann hast du mich ist gefunden. Ja nicht. Okay, hat nichts gebracht. Schade. Schade, dass Lukas nebenbei noch eine Geschichte schreibt, Digga. Schade, Digga. Einfach Dings, Digga. Einfach Geschichten aus dem Paulanergarten, Digga. Und über mich meckern, wenn ich einmal kurz am Handy bin. Schnauze, Blaze! Blaze, boah! Oh, ich hab Dings schneller laufen bekommen. Ich hoffe, das bleibt für immer, Freunde. Das wäre sehr wild. Nee, okay, schon direkt in dem Moment vorbei gewesen. Der Läufer, sagst du, oder was? Ja. Ich bin bei den Tassen. D-King ist hier safe. Hey, also, Lukas, ich sag 1 Euro. 1 Euro, wenn du mir einen Tipp gibst. Lukas bei den Tassen. Okay, D-King ist im Aquarium. Wo ist D-King? Im Aquarium. Okay. Bin ich nicht. Ja, Lukas ist nicht bei den Tassen. Ich bin auch nicht bei den Tassen, aber guck ruhig, alles gut. Kann man in die rein und dann wird man so wegteleportiert? Na, schade. Ja, das wäre sehr wild. Freunde, by the way, die Map ist, ich glaube, über 2,5 Jahre alt oder so. Ich habe das von so einem Musik, falls euch das was sagt, habe ich das geklaut einfach. Weil ich habe ja schon mal einmal ein Hide and Seek hochgeladen, aber wir sind riesig. Das kam mega gut bei euch an. Und ich feiere das auch, wenn das so ein bisschen ein Thema hat, wisst ihr? So dieses Standard-Hide and Seek einfach so random, ohne nichts, bockt sich einfach nicht mehr. Man muss immer ein bisschen was Neues suchen, Freunde. Oder das Alte wieder nochmal wiederholen. Auffrischen. Ey, wer in diesen Vans drin ist, ist ekelhaft. Ich sag euch so, wie es ist. Ich bin im Airwaves. Ich laufe die ganze Zeit immer wieder zu derselben Gegend. Warte mal, welches Aquarium, das, Digga? Das Ding ist, ich steck einfach fest. Digga, einfach dein Aquarium brennt, Digga. Es gibt gar kein Aquarium. Ja, gibt's auch nicht. Freunde, by the way, Boxkampf. UpRed hat sich besser geschlagen, als ich dachte. Digga, darauf war schon sehr wild. Vor allen Dingen hat geschlagen, wortwörtlich. Ja, das Ding ist, er hat ja erste Runde direkt Nasenbluten gehabt. Dann dachte ich, okay, Digga, das demoralisiert ihn. Aber er hat gut rasiert, Freunde. Er ist reingegangen wie ein King und hat auch gewonnen. Aber natürlich, man muss sagen, Lukas kennt sich ja auch aus mit Kampfsport. Gewicht ist einiges, ja? Wisst ihr, wer? Es gibt ja bald noch eine Rückrunde, ne? Es sagt gibt noch wer? Einen Showkampf. Wie noch ein Showkampf? Ja, oh. Blaze gegen D-King. Oh, Freunde! Bei 2000 Spaß. Nein, bei aber 2 Likes. Das ist halt schon immer so gewesen. Man wird das echt gerne sehen, wie sich D-King und Blaze boxen, Freunde. Ich würde Geld wetten. Ich schwör alles. Auch. Ich hätte richtig alles auf D-King. Ja. Hab ich doch gesagt, wohin man kriegt Fallschaden. Ja, sorry, dass ich nicht alles abspeichere wie ein Computer, Digga. Warte mal, wo bin ich hier? André, kannst du bitte den Computer sein? Ich kann mir verschiedene Waffen holen jetzt. Warte mal. Wir holen uns da eine mit Scope, Freunde. Ja, wenn du einen triffst, bringt dir einen Scope nichts. Ah, D-King, so witzig. Okay, ich bin wieder am Start. Der war richtig scheiße. Müll, Digga. Okay, ich habe niemanden gefunden in 3 Minuten. Also, weil die Map einfach riesig ist. Welches Aquarium? Es gibt keins. Es meinst du, ein Aquarium brennt? Klar gibt's eins, ganz oben, Junge. Das steht auf so einem Regal. Ja. Lukas ist in der Küche, Lukas ist in der Küche. Ich hab's könnt ihr eure Namen gegenseitig sehen? Nein, leider nicht. Nee, sonst würde ich sie ja auch sehen, das ist cringe. Okay. Ich bin auch in keiner Küche, aber okay. Aber D-King ist im Aquarium angeblich. Ja, dann geh hin. Ja, ich guck jetzt. Wenn ich weiß, wie man da hochkommt, ich guck. Okay, ich bin jetzt bei dem Aquarium. D-King. Genau. Da hast du schon D-King Angst? Drin. Ich bin da nicht. Ja, guck mal, wie er grinst, Digga. Ich schwöre, so D-King kann so schlecht lügen, Freunde. Oder? Okay. Wenn ich sage, ich bin da nicht. Du hättest mich schon gesehen. Hast du ihn? Ja. Er war halt wirklich da, Digga. Okay, da. Lukas, das war schon eher lustig, muss ich sagen. Ja, warte, aber ich werde dich suchen. Ganz kurz, wer von uns hat denn angefangen? Ja, wer hat angefangen, D-King? Okay, wenn ihr einen Boxkampf gegen mich und Lukas. Junge, D-King hat mach das nicht, gefunden, Junge. Ich sag dir so. Ja, komm, lass machen.
Nee. Ich sag dir so, Freunde, Deking gegen Blaze, irgendwann wird es stattfinden. Blaze meinte auch schon, wenn genug Geld rumkommt, dann macht er das. Dementsprechend müssen wir einfach nur genug Geld haben. Und das ist kein Problem, Digga. Bitte, falsch. Oh, ich hab überlebt! Oh, ich hab jemanden gehört. Deking, warst du das? Ja, aber dann aber ein Jahr Vorbereitungszeit. Nix, was für nix. Drei Monate? Doch, drei Jahr Monate. Vorbereitungszeit. Boah, drei ich will Tage ein Jahr Vorbereitungszeit. Drei Tage brauchst du für dich nur. Freunde, es wird ehrenlos gerade. Okay, warte mal. Hier Deking macht immer so auf halbstark, ist das Problem. Ist das? Oh, halbstark. Beef, Digga. Beef. Ja. Junge, ich finde niemanden. Ihr müsst mir irgendwie einen wilden Tipp geben. So einen kleinen Mini. Ich bin nicht auf dem Boden. Du warst bei mir schon in der Nähe. Ich bin auch. Doch, war bei dir schon in der Nähe? Ich bin nicht auf dem Crowd Level, also ich bin auch nicht ganz unten am Boden. Ja, okay. Ich bin auch das nicht auf dem Boden. Das ist schon mal gut. Aber Blaze meinte, ich war schon in seiner Nähe. Ja, du warst schon richtig close bei mir sogar. Dann sage ich Kühlschrank. Hä, warum sagst du Kühlschrank? Weil er beim Kühlschrank ist. Ich sag dir so, die Map ist ein bisschen zu groß. Man hätte so einen Grappler haben müssen oder so, Freunde. Hier kann man auf jeden Fall hoch. Das Ding oder, ist hoch, oder man, ist kein Problem. Ja? Man wär ein guter Sucher. Das würde auch gehen. Ja, ich bin halt wirklich schlecht in Suchen. Im Verstecken bin ich ganz gut, aber ich mache mal extra schlecht, damit ihr nicht so lange braucht, mich zu finden. Aha, du bist der Beste. Aber... Alter, 12.000 Punkte. Ja, ich sagte... Für Fortnite, Jungs. Wer war das? Fortnite. Ja, das war ich. Mann, Deking, lenkt mich nicht so ab, okay? Okay, tut mir leid. Du weißt auch nicht, wo die sind, oder, Deking? Wenn ich einen sehe... Na ja, such mal mit, Digga, such mal mit. Ich wäre dafür, dass sie erstmal einen Tipp abgeben. Ja, ich bin nicht auf dem Boden, war doch deren Tipp von allen gleichzeitig. Danke, Jungs. Ja, Mann, richtig. Das war mein Tipp und jeder hat ihn geklaut. Ja. Geklaut? Jetzt geht das wieder los, oder? So. Einfach geklaut, wie ihr mein Format geklaut habt, ihr Hunde. Ja, wie wir auch noch deine Freunde. Was? Okay, André, ich gebe dir jetzt einen Baba-Tipp, okay? Baba-mäßig. Ja, okay. Ja. Um zu mir zu kommen, musst du einen Death Run bestreiten. Hey, Digga, das kann gar nicht sein. Ich sag's dir so, wie es ist. Doch, du musst ein kleines Jumping-Puzzle machen. Jumping-Puzzle, ja, bringt aber trotzdem nichts, weil die Map 20 Kilometer groß ist. Hm? Es war trotzdem ein Tipp, du kleiner Hund! Es war kein Tipp. Natürlich war es ein Tipp. Nein, es war einfach eine... Ich bin weit oben und du musst ein Jumping-Puzzle machen, deswegen war es ein Tipp. Der ist in dieser Mitte, der ist in der Mitte da, ganz oben in der Mitte. Ganz oben in der Mitte. Oh, sagst du? Safe. Okay. Aber wo muss da ein Jump'n'Run? Ja, das Ding ist, wie kommt man da hin, ist die Frage. Oder da? Nein, da ganz oben in der Mitte ist doch die Dings, oder nicht? Das ist die Hauptbasis, Freunde, wo man sich Waffen aussuchen kann und sowas. Ich glaube Lukas, nicht, dass er da ist. Lukas, was ist dein Tipp? Mein Tipp? Ja. Ich bin relativ weit oben. Schön für dich, Mann! Alle sind relativ weit oben. Freunde, wir müssen irgendwie versuchen, auf diese Regale zu kommen, ohne an Fallschaden zu sterben. Oh, warte mal, hier? Ja, Mann, ich hab's gefunden. Let's go. Und hier kommt man noch höher. Okay, wir kommen dem Ganzen näher, Freunde. Wir kommen dem Ganzen komm. Näher. Komm! Aha. Da! Oh mein Gott, das habe ich nicht daneben geschossen. Okay, Lukas haben wir auch gefunden, Freunde. Dementsprechend kann Lukas jetzt auch mitsuchen, wenn er möchte. Ja, okay. Falls du jemanden findest, musst du mir nicht ganz genau sagen, wo er ist, sondern einfach so, oh, ich habe jemanden. Kann er jetzt nur noch Odoman sein, oder? Odoman ja, und Blaze. Und Blaze. Ach, Digga. Ich bin der Coolste hier. Blaze und Odoman. Okay, über mir ging es noch weiter hoch. Ich check mal hier alles ab. Ja, check mal ab. Ich gehe mal hier weiter. Oh, hier kann man auch hoch. Aber. Egal, wir gehen mal mit hoch, Freunde, und gucken einfach mal von oben. Weil Odoman meinte, man muss einen Death Run machen, damit man ihn. Ja, aber so einen kleinen Puzzle halt. So, ja, aber das heißt ja, Odoman ist irgendwo ganz weit oben. Richtig. Das ist korrekt. Ja, das hast du so gut erkannt damit. Nee, das Ding ist, er meinte so, ja, so Jumping-Puzzle. Das heißt eigentlich wahrscheinlich nur übers Regal laufen, wo halt ein paar Hindernisse sind. Ich denke mal erst in die Richtung. Ja, das ist halt für ihn schon. Hier muss Odoman irgendwo sein. Ja, oben ist André. Nee, der ist hier safe bei mir. Ich weiß aber auch nicht, wo man einen Death Run machen muss. Ja, das Ding ist wahrscheinlich einfach nur über Regal. Ja, hallo? Leise? Wer ist über mir? Das bin ja immer noch ich. Ah, Junge, Lukas. Er denkt, wir spielen gerade Dings, Digga. Jungs, ruhig, Jungs, chill. Da kommen zwei Leute. Ja, und? Schade, Digga. Ich glaube, Odoman ist hier. Weil man hier kann man so ein bisschen über die Regale springen und blablabla. Also, ich sag euch ehrlich, ich habe bis jetzt noch niemanden gehört. Ich schieß mal, Odoman. Warte. War das nah? Ich habe gar nichts gehört. Gar nichts? Junge, hä? Warte mal. Wo seid ihr? Wie? Digga, Odomans Versteck ist ja ganz anders. Bro, ich sag doch, ich hab das Heftigste, Bro.
Es gibt auf jeden Fall noch so Hintergedänge. Okay, ich bin jetzt hier oben auf dem Regal. Da hinten ist Deking, Freunde. Deking, da war ich gerade schon. Ich habe da geschossen und Odin meinte, er hat nichts gehört. Okay, Blaze, hör mal hin. Ich bin close, sei ehrlich. Ja, es geht. Ich bin tot. Ich hab's auf jeden Fall gehört. Ja, Odoman, du bist gar nicht auf der Map, Digga. Du lügst einfach. Ich schwör, ich bin auf der Map. Das Ding ist, er hat am Anfang schon gesagt, er hat das krasseste Versteck. Guck mal, komm mal Discord, ich zeig dir meinen Raum, okay? Und daran musst du irgendwie erkennen. Okay, ah, du bist schon Discord, jetzt, okay? Nein! Guck nicht auf die Minimap! Ah! Sack of the Lada! Hier. Ich sehe die Minimap. Ich sehe sie auch und ich hab richtig hingeschielt, Digga. Was? Okay, Freunde. Wir haben richtig raufgeschielt auf die Minimap. Ich weiß ungefähr. Das Ding ist, ihr seht die Minimap bei mir nicht, weil da meine Facecam ist und ich kann die jetzt auch nicht. Also, ich könnte die jetzt verschieben. Aber warum? Aber kein Bock. Ich bin in der Nähe, Odemann. Guck mal. Ja? Sag mal. Jo, ja, du bist in der Nähe. Ich höre dich. Okay. Den Schuss habe ich jetzt gehört, ja. Lukas, er ist irgendwo bei mir. Aber oben. Okay, hier kann man in die Vents, Odemann. In die Vents? Was für Vents meinst du? Air Vents. Also diese kleinen... Ja, diese Schächte, diese ganz normalen. Das habe ich tatsächlich nicht benutzt, um dahin zu kommen, wo ich bin. Sag ich dir ehrlich. Das Ding ist... Wo bin ich? Achso, hier kann man runter. Wir müssen höher, Freunde. Aber das Ding ist, wie ist Odemann da hingekommen? Mit einem Grappler wäre alles todes easy, aber so ist es voll anstrengend. Man muss immer wieder hinlaufen und man darf nicht runterfallen, weil man kriegt einen Fallschaden. Ich glaube, wir müssen nach oben, da wo Lukas war und von da aus. Warte. Ich hab's, glaube ich. Ich gehe gerade zum Deathrun hoch. Okay. Ja, ich höre einen springen. Ja. Vielleicht. Warte mal, ich schieß mal. Ja, ich hab ihn! Hast du ihn? Let's go! Okay. Warte, komm her, ich zeig dir, wo er ist, oder? Ich bin auch in der Nähe. Bleib da, Odemann, wenn du gehst, bist du tot. Ich bleib. Ich bin auch in der Nähe. Siehst du mich hier? Deking ist bei mir. Deking ist bei mir. Hier, schieß, ganz. Warte, ich komm, ich hab euch gehört. Ah, guck mal, ich seh euch. Hier. Ja. Ist er da drinnen in den Kasten, oder was? Ja. Okay, warte, ich komm. Genau über uns. Lüge! Da bin ich nicht. Odemann! Wie du willst. Komm runter, ich bin da! Komm mit, geh drüber. Oh mein Gott! Ah. Warum, Digga? Junge, was kann? Junge, gar keinen Bock, da jetzt wieder hochzulaufen, Freunde. Das ist so anstrengend. Jetzt müssen wir Blaze noch finden. Ja. Oder sollen wir einfach die Folge abbrechen? Nein, ich sagte so, Blaze ist safe irgendwo in der Nähe vom Kühlschrank. Aber er will es nicht zugeben. Safe. Weil hier war ich am meisten und er sagt, ich bin schon 6 Mal nicht vorbeigelaufen. Das stimmt schon, ja. Okay, wir müssen jetzt wieder hier hochlaufen, wie wir das schon 3 Mal gemacht haben. Ey, oha, was war das für ein Schuss? Er hat mich fast getroffen. Hey, ich hab einfach so random da hingeschossen. Digga, ich hab den gesehen, an meinem Ohr ist er vorbeigeflogen. Ich hab Blaze. Hast du? Echt? Ja. Wo? Komm hier, Kühlschrank. Ich komm. Das Ding ist, ich bin wieder irgendwo verwirrt unterwegs, Mann. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Komm zum Kühlschrank. Ja, warte. Ich muss es halt... Ich muss es irgendwie hinkriegen, ohne zu sterben. Okay, Kühlschrank. Okay. Wo ist denn André? Da. Ich bin am Rand. Du musst noch weiter an Rand. Ja, da dann falle ich runter. Nicht. Nee, da wo Deking ist. Ich sehe Deking nicht. André, wo bist du? Bei welchem Kühlschrank, Bruder? Ich hab grad geschossen. Ich bin im Kühlschrank. Ich bin noch hinter dir, du Trottel. Wo? Digga, André ist völlig los. Bro, das bin ich, du Spaß. So. Weil ihr seid Vollidioten, nicht ich, Digga. Ich sag 12 Mal, das bin ich, Digga. André ist was Besseres. Ist so. André, ihr seid das, nicht ich. Wir sind genau vor dem Kühlschrank. Kommt bitte vor dem Kühlschrank. Unten. Ja, okay. Das ist doch meine Ansage, Digga. Warte mal, André, komm mit. Okay. Komm mit, Habibi. Jump'n'run hier hoch, Digga. Bin ich dir early? Das wirst du niemals schaffen. Ich werd's nicht schaffen. Digga, ich bin in der Schüssel des Lebens. Oh, ich bin fast runtergefallen. Komm schon. Okay. Und jetzt guck einfach nach oben und guck einfach mal ein bisschen. Okay, ich guck einfach mal nach oben, ich guck einfach mal ein bisschen. Ja, komm mal hierher und guck einfach mal ein bisschen. Ja, ich guck einfach mal ein bisschen. Ich sehe nur Deking die ganze Zeit. Oder? Ist mich verarschen? Guck doch hier! Ah, komm da! Hier hoch. Oh, cringe. Junge! Wie habe ich ihn da nicht gesehen? Ich bin 30 Mal da dran vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Ah, schon traurig, Digga. Sag ich dir. Fühlst du dich jetzt schlecht? Nö, ich habe alle gefunden, Freunde. Ich bin der Beste ohne Tipps. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich lande bei diesem Eisberg oben drauf und guck in die. Ins Bleib Nichts, doch einfach in der ins Luft. Niemalsland. Also, wenn du mich findest, das Game ist gerickt, Bro. Und dann guckst du Stream, ich sag dir ehrlich. Ich bin versteckt. Jemand ist vor mir. Jemand war so vor mir und läuft so in die Ecke und versteckt sich so. Und dann guckt er so nach oben und sieht mich und läuft einfach weg, Digga. Okay, Freunde, wir gehen los und versuchen jetzt ein paar Freunde zu finden. Oh, Vitali, kommst du? Okay, mal Jump Fatigue, das ist unnormal anstrengend. Unnormal wild. Das Ding ist, ich werde jetzt hier erstmal am Rand laufen, weil viele denken, sie wären Big Brain, wenn sie sich bei mir in der Nähe verstecken, weil sie denken, ich gucke hier nicht rum. Und das stimmt nicht.
Denn ich bin Big Brain, Big Brain. Bist du nicht? Bin ich? Doch. Sehe ich da jemanden? Ja, das bin ich. Was ist das? Urzeit-Maschinenpistole. Oh, jemand hat Kiste geöffnet. Wild. Auf Ehrenlos. Aber hier könnt ihr sehen, Freunde, die Map ist einfach Chapter 2. Nur in Mini-Mini. Ich feiere solche Maps unnormal, aber es ist halt dementsprechend auch schwer, sich hier zu verstecken. Ich muss hier gerade so ein bisschen gucken, wie das ist, weil es ja keine Hide-and-Seek-Map ist, wie viel man, was man machen kann, ja. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie weit man nach draußen gehen kann im Wasser, wie weit runter man im Wasser gehen kann. Das sind halt diese Verstecke, die die Leute immer benutzen. Und wir können auch die Leute verfolgen, die hier die Kisten öffnen. Hier zum Beispiel war die Kiste noch zu. Oha, es gibt kranke Verstecke, Freunde. Wenn wir noch eine zweite Runde machen sollten, wenn die hier nicht zu lange dauert, dann werde ich mich auf jeden Fall da verstecken, wo ich gerade war. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Bis jetzt noch nichts gefunden, aber wir gehen hier systematisch einmal außen rum und gucken uns alles an, damit wir diese Schlawiner, die sich hier in der außerhalb der Map versteckt haben, schon mal finden und bekommen. Und der Rest geht dann von alleine. Ja? Komm doch, komm doch. Achso, nee, ich darf, ihr dürft ja snitchen. Cringe, ich hab mich fast gekillt. Zum Glück hat der Kiste geöffnet und sich Schild genommen. Sonst wäre er tot gewesen. Oh, shit. Okay, 3, 2, 1. Digga, Melfi, ist dein Ernst? Oh, es gibt hier einen Rift. Was? Er ist ja da verschwunden, Mavenbeams. Bist du Mavenbeams? Nein, wer bist du dann? Willst du jemanden snitchen? 3, 2, 1. Oder war da jemand? Bitte nicht. Hier war niemand. Okay, wen habe ich gekillt? The One Gamer. Ich will nur mal ganz kurz was sagen, ne? Ja? Eiscreme HD schreibt bei mir in den Chat, André so lost, er ist an mir vorbeigelaufen. Oh shit, Eiscreme, das hättest du nicht sagen sollen. 31er Modus. Eiscreme wird jetzt gekillt. Hops, warte mal, ich bin. Junge, durch dieses Rift bin ich genau wieder da, wo ich angefangen habe, Digga. Nicht im Ernst. Okay, egal. Der eine darf sich wieder neu verstecken, weil er gesnitcht hat. Der One Gamer hat keinen gefunden, weil die sehen sich ja auch gegenseitig nicht, Freunde. Eiscreme sagt, so lost an mir vorbeigelaufen. Er weiß aber nicht, dass ich jetzt wieder hier bin und ihn jetzt killen werde. So ein Ding ist das. Und ich werde nicht fragen, ob er einen snitchen will. Ich werde ihn einfach abschießen. Purs. Aber dafür muss ich ihn erstmal finden. Wir machen das anders, Freunde. Wir gehen jetzt einfach in die Mitte der Map. In die Mitte der Map. Wir gehen jetzt in die Mitte. Oh, hab ich da was gesehen? Ja. Nee. Ey, ich muss sagen, in diesem Nebel, da ist 100% irgendwer. Was okay. Für ein Nebel? Wir machen kurz Adlerauge an. Mach an. Digga, mein Auge leuchtet richtig hart gerade. Ich hab Sharingan auf einmal. Tschüss. Rinnegan. Sharingan. Sharingan. Einfach Schnarchingan. Peter Pan. Lack Jimmy Lan. Sag das nächste, Mann. Da fliegt Schweineran. Jemand hat irgendwas geworfen. Da ist jemand. Oder? Oh mein Gott, ich höre Schüsse, Digga. Ja, ich war auch in der Mitte der Map. In der Mitte der Map? Kann man sich hier verstecken? Wo? Nee, kann man nicht. Doch. Schade. Da bin ich, genau da bin ich. André. Hier ist ein Lama. Man kann sich abschießen. Fake. Fake Game. Ich sehe dich, Lu. Wir öffnen das Lama jetzt. Du siehst mich? Ja. Okay, guck ich in deine Richtung oder nicht? Ich weiß es nicht. Goldene Schwarzgun. Nein. Okay, wir sind wild equipped jetzt, Freunde. Falls jemand mucken will, bitte nicht schießen, okay? Du warst auf der Brücke gerade, ne? Ich hab einen Rucksack im Leben. Im Rucksack. Im Leben? Ich hab Joghurt im Rucksack. Was jetzt? Rucksack im Leben? Ja, hab ich. Oder hast du einen Joghurt im Leben? Sag ich! Trier! Ich war auf einer Brücke, ja? Wenn man das Brücke nennen kann. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Das heißt, Odoman ist hier hinter den Bergen. Auf den blauen Bergen. Wir wissen beide den Text nicht, deswegen sind wir Stier. Und wir haben 3 Kanaken. Alle wollen uns packen. Auf den blauen Bergen leben wir. Oh, krankes Versteck, Freunde, wenn man ein bisschen anderen Skin hätte. Digga, ich sehe niemanden. Ich habe einen gefunden bis jetzt oder 2 oder so. Das ist schon schlecht, Digga, sag ich dir ehrlich. Was für schlecht? Es ist einfach schlecht, Digga. Du bist schlecht. Junge. Oder man, du bist safe hier. Ne? Das Ding ist, du kannst nicht dein verstecken. So. Du musst es einfach machen. Warum machst du... Oh, man kann hast du jemanden gefunden? Ja, dich. Ich bin auf dem Baum. Ich bin in der Mitte der Map. Bist du nicht. Aber ich bin gleich in der Mitte der Map. Nee, du bist auf dem Baum. Ah, guck, er kann mich sehen. Einfach Hips genimmt. Hips genommt. Baumhaus, André, Baumhaus, ja. Bo? Den nehmen wir safe mit. Der wird safe mitgenommen. Nee, ist kein Boombo, normaler Bo, oder? Warte, ich probier mal aus. Doch, ist ein Boombo. RIP. Cringe, Digga, natürlich ist ein Boombo, der ist auch Gold. Ciao, André, mach's gut, gell? Warst du da echt, sag mal ehrlich? Vielleicht. Okay. Jetzt krieg ich um 100 Euro, Digga, die du mir versprochen hast. Ah, Lukas zahlt.
Diesmal gehen wir nicht in das Rift, Freunde. Wir also gehen hier jetzt weiter. Du warst, Digga, du standest eigentlich vor mir. Ja, alle sagen, ich stehe. Ohne Witz. Schmelch-Memes! Putz! Achso, oh mein Gott, man darf ja snitchen. Oh mein Gott. Ich vergesse es immer wieder. Rest in peace an Mave-Memes, Freunde. Okay, wer will zu snitchen? Sag jetzt 3, 2, 1. Geh ein bisschen wieder zurück, weil sonst kill ich mich selbst. Willst du einen snitchen oder nicht? Okay. Zeig mir. Show me. Ich weiß nicht wer. Aber ich laufe hier mit her. 3, 2, 1. Oh shit. Willst du keinen snitchen? 3. Oh mein Gott, Digga. Das sind wirklich alle einfach außerhalb, ne? Oh mein Gott, echt jetzt? Okay, zeig mir einen. 3. 2. 1. Ist das euer Ernst, Digga? Seid ihr alle an einer Stelle versteckt? Ohne Mann. Ja. Die sind alle so 3 Meter voneinander am Rand der Map. Oh mein Gott, wie dumm sind die eigentlich? Vor allen Dingen, der Vollidiot stellt sich einfach wieder hier hin. Hallo, verpiss dich. Gogeta. Einer will mich snitchen, glaube ich. Okay, 3. Ich wollte Gogeta snitchen. Drei. Nee, er läuft mir nicht hinterher, okay. 3. Können wir weitermachen, oder? Ja, mach 3. Bring mich einfach um. Okay. Du wolltest Gogeta snitchen, der dich gesnitcht hat. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ja, genau. Ja, ich bring mich einfach um. Okay. Tika 2006, Freunde. Das Ding ist, eigentlich müssen wir jetzt wieder zurücklaufen und gucken, ob die anderen Spacken sich auch da versteckt haben, weil das wäre irgendwie intelligent, aber irgendwie auch nicht. Oh, was ist das für eine goldene Waffe? Ich sehe eine goldene Waffe. MK7 Sturmgewehr? Wird natürlich ausgetauscht, Digga, Freunde. Safe geschleckt. Freunde, auf der Map müsste man eigentlich auch mal Battle Royale machen. Wer will, bestimmt Digga. Geil. Also ich habe von bösen Zungen habe ich mitbekommen, dass man sogar bauen kann hier. Von bösen Zungen? Ich habe das auch gerade gemerkt. Jetzt kann ich einfach von hier oben gucken. Aha. Oder Mann. Es wird brenzlig für dich. Ich sag dir so, wie es ist. Ich baue jetzt eine Skybase und finde dich, Digga. Ja, komm doch, Digga. Du wirst mich niemals finden mit einer nice Base. Wie nah war das dran, sei ehrlich. Ich seh dich, Digga, aber du warst nicht. Ja, nah wer dran. Sieht mich nicht, Digga, sei mal ehrlich. Er sagt, ich seh dich, Digga, ich bin in Digga, der Mitte der Map. Guckst du gerade in der Mitte der Map oder woher guckst du gerade? Aber ich sagte, du bist da irgendwo. Oh, wild, Digga. Ja, ne? Ja, Mann. War wild, Digga. Ich kann Odemann nicht glauben, bin ich ehrlich. Warum? Ja, weil du immer sagst wild, du bist gar nicht da. Ah! Ja? In die Richtung? Und schon wieder? Oh, das war ein großer Fehler, ich sag's euch. Das war ein sehr großer Fehler. Wenn das jetzt mich gesnitcht hat, Digga, dann heul ich. 100%. Denkst du, ich bin Fährtenleser in meinem richtigen Leben? Du bist richtiger Fährten, richtiger Päfer. Okay, ich hab geschnüffelt, Digga. Digga, hier bist du. Ich hab gedacht, du hast mich jetzt gerade gefunden. Aber hast du nicht. Auch. Hast du nicht. Doch. Bitte mich, komm. Okay, warte. One-Shot jetzt. Fuck. Mohammed, zeig mir, wo Odemann ist. Nein, wenn du hast die Runde automatisch wenn du gewonnen. Wenn er das sagt, ey, das ist unfair, André. Zeig mir, wo er ist. Er hat mich echt gesnitcht. Hör auf! Nee! Ich darf snitchen! Darfst du nicht? Mohammed hat automatisch gewonnen, aber wir suchen noch die anderen. Ist so, ey, Mohammed. Nee, verarscht Mohammed, Digga! Oh shit, er macht 90s. Okay, willst du bald mit Baufindel legen? Zack, Junge. Zack. Da wollte er auf mich schießen und dachte sich, Digga, wenn ich André jetzt kill, ist Aufnahme vorbei. Und das ist meine Schuld, du wärst safe gemacht geworden. Ja, Mohammed, denkst du, bist cool oder was? Und wir suchen weiter, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir schon gefunden haben. Ich glaube, 5 oder 6 Leute. Soll ich einen snitchen, André? Ja, safe. Wo bist du? Mitte hinten. Der Map? Ja, ich bin Mitte der Map. Ja, ich sehe dich. So. Du hilfst mir jetzt nicht. Komm mit. Weil im Gas war noch... Oh, nee, ich sehe noch einen. Das ist Nebel, aber okay. Wenn ist du lange dein Ernst? Ist es dein Ernst, dass du... I have seen you! Ist es dein Ernst, dass ich habe keine Waffen mehr. Ich habe 101 gegen Mohammed verloren. Achso, du darfst schnitzeln. Du darfst schnitzeln. Hast du jemanden? Mohammed, kannst du das bitte mit deiner Spitzhacke machen? Ja, das wäre Ehre, Mohammed. Dein oder willst Kuss, du einfach Digga. Granaten und Raketenwerfer benutzen die ganze Zeit, dass man gar nichts mehr hört in der Aufnahme? Wo ist er hin? Hier. Okay. Hier ist anscheinend irgendjemand. Ich hab neu verstecken, ne? Hier ist keiner. Er hat sich selbst gesnitcht. So einer auf den, das ist er nicht. Ist so. Was, du darfst noch neu verstecken? Nee, hau ab, Alter. Ich hab noch einen. Ich verstecke mich nochmal. Ja, aber keiner sucht dich. Okay, du hast noch einen, Odemann? Komm mit. Okay, wild. Jemand hat die Odemann-Taktik nachgemacht. Odemann macht Schnüffeltaktik 400. Aber wild, wie aus einmal aus Hide and Seek auf einmal Dings wurde, 101. Ist so. Aber hier sind insgesamt 12 Leute in der Stadt. Okay, du darfst snitchen. Nicht heilen. Das mache ich extra, damit du beim nächsten Mal gekillt wirst. Okay, er hat Hast keinen. Du jemanden? Nein. André, ich habe aber noch jemanden. Resinio! Digga, was redest du? Siehst du zeigen? Den Namen oder was? Ja, ich schwöre, ich sehe nicht. Woher aber weißt du denn alle? Stell dich einfach hierher und guck einfach. Okay, da haben wir den nächsten. Ach, da! Ah, dann habe ich noch einen.
Warte. Die Person da hinten mit der weißen Mütze soll einmal kurz warten. Wir haben noch jemanden. Genau. Anna, stell dich einfach mal hier hin und guck einfach mal dahin. Dein Ernst, dass du den nicht findest, Digga? Ich sehe niemanden. Dein Ernst? Ich schwöre, ich sehe niemanden. Guck mal in die Richtung. Ah. Du bist so ein Keck, André. Du bist. Kein okay. Wunder, bist du so kacke, Junge. Du hast Schwäche oder so. Im Suchen bin ich auch nochmal scheiße. Okay, außer weiße Mütze müsstest du jemanden snitchen. Okay. Du hast keinen. Oder da unten ist jemand einer. Nein, war nicht. Aha. Okay, Ice Cream HD. Weiße Mütze, du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, weil du bist von deinem Spawn entfernt ein bisschen. 5. 4. 3. 2. 1,5. 1. 0,5. 0,3. Ja, wieso heilst du dich, hm? Wieso heilst du dich, hm? Wieso heilst du dich? Aua, oder warum schießt du mich ab? Trier! Ich treffe ihn nicht! Nerv nicht, Mohammed. Okay, Robin ist auch down. Das Ding ist, bei mir steht oben 9 von 10. Also lebt nur noch einer, oder? Ist es so, dass wir alle gefunden haben? Ja, warte mal, Mohammed, komm mal her. Ich kill dich mal, gucken, ob die Map vorbei ist, sozusagen. Hey, aber Odoman lebt ja auch noch. Das wäre ja ziemlich bloß. Warte. Mal. Okay. Moment, Situation. Er will wieder mit dir fighten. Ich glaube, mit 10 Kills gewinnt man einfach die Map. Wer ist jetzt noch am Leben gewesen? Ich war noch. King LP war am Leben. Sonst niemand? Ich hab gewonnen. Ja, perfekt, dann hat King LP gewonnen. Ja, King LP hat gewonnen. Wir werden niemals zeigen, wo das war, Freunde, so. Damit ihr für immer getriggert seid nach dem Video. So, Freunde, jetzt sehen wir niemanden. Hoffentlich. Es sei denn, jemand ist in Team 2, aber dann hat er Pech gehabt. Wir fangen an. Komm, ich gebe mir gute 20 Minuten, dann habe ich alle gefunden. Wenn nicht, dann zeigen die Leute mir ihr Versteck, weil Tilted Towers ist schon ziemlich groß, Freunde. Es ist auch nichts Neues. Wir haben ja Tilted Towers schon aufgenommen, aber nicht auf der neuen Tilted Towers. Battle Royale Tilted Towers. Hm. Oh yeah, baby. Okay, wir gucken erstmal hier. Stimmt die kleinen... wirklich. Freunde, falls ihr nicht wisst, was gemeint ist, Mave Memes hat ein wildes Video rausgehauen. Das kommt, ich glaube, in 2 Tagen oder so. Wir haben uns totgelacht. Wir haben kaum was gesagt zum Video, wir haben nur gelacht. Wir haben einfach nur gelacht. Die Leute feiern das aber dementsprechend. Schaut euch das gerne an, wenn ihr sowas auch feiert. Lückt. Main Gebäude wird relativ schwer. Warte mal, unter der Trappe. Ah, hier wird sich doch keiner verstecken. Verstecken. Sind safe wieder alle außerhalb, irgendwo draußen, hinterm Berg oder so, Freunde. Ist halt immer das Gleiche. Aber ist egal, ist egal. Das sind 20 Minuten, André, ich sag dir. Mhm. Wir müssen jetzt jedes Stockwerk einmal durchgehen, um herauszufinden, ob hier jemand ist, Freunde. Ich habe einen kleinen Trick angewandt, den hat keiner verstanden. Ich habe gesagt, wenn ihr eine Kiste in der Nähe habt, die ihr öffnen könnt für eine Waffe für Schussjoker, dann macht es. Jetzt weiß ich, wenn Kisten irgendwo offen sind, dass da Leute sind. Ha, verarscht. Außer nee, die Leute haben die Kisten abgebaut wie ein Odoman. Ha, ja, dich habe ich doch eh schon gefunden. Du bist irgendwo unten im Auto. Bin ich nicht. Also war ich, ja, du Klenot. War's los. Boah, Freunde, diese Gegend hier, ne, da habe ich Fetzereien gehabt des Lebens. Hier oben sind immer mindestens 5 Leute gelandet und wir haben uns geprügelt mit Spitzhacken und wer die Waffe findet und bla bla bla. War echt schon sehr wild, Freunde. Tilted Towers gibt mir ein richtig nices Gefühl. Nicht mehr so nice wie früher, weil es ja kreativ gibt und da gibt es ja schon Tilted Towers in Anführungszeichen. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, ja? Ja. Also aber Tilted ist auch schwierig, Digga, sag ich ja. Also, ja, Tilted ist einfach so riesig, Digga. Ja, ich komm da nicht durch! Oh! So. Komm rein. Jemand hat geschossen gerade auf Big Boys Modus. Das war ein großer Fehler. Hä? Hier ist auch. Was, jemand? Was war das für ein Sound? Bist du tot? Bin ich gerade an dir vorbeigelaufen? An mir? Nein. Nein. Ich bin gerade. Digga. Nein, Slidy hat einfach T-Pose in einem Blumenbeet gemacht und ich bin 12-mal dran vorbeigelaufen wie ein Vollidiot. Oh mein Gott, Digga. Guck mal, André. Was ist das für ein Geräusch? André hat einfach Alzheimer, Digga. Unnormal. Wahrscheinlich habe ich ihn gesehen, aber in dem Moment direkt wieder vergessen. Ist so, einfach Rentner geworden, Digga. Ab 30 ist man Rentner, Freunde, ihr wisst. Ist so. Du weißt schon, welche Garage, ne? Yeah, da wo ich war. Digga, Odoman, das ist die Garage, wo ich dich... Weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich finde Odoman in Random Duos? Ich weiß noch, dass wir uns da gefetzt haben. So einer von denen. Ich habe dich wiederbelebt und so. Ja, Freunde, warte mal. Guck mal, da sieht man halt, wie mächtig mein Brain ist. Digga. Es war genau hier oben... Hier ist Odoman gestorben, wurde abgeknallt von Leuten und ich habe versucht, ihn wiederzubeleben. Dann habe ich ihn hier hinter der Wand wiederbelebt und so. Er sagt, Odoman, er sagt, André, hol mich schnell wieder, bla bla bla. Digga,
Ich weiß noch, das waren wilde Zeiten. Mehr, Digga. Krank. Ja, ja, ich weiß. André Elefantenbrain, Digga. Und Elefantenspeck, Digga. Und Elefanten. Junge, hör auf zu schießen, Mann! Du hast nur einen getroffen, Hund! Ich hab bis jetzt nur einen getroffen, ja. Okay, wir machen das Spiel mal ein bisschen lauter, Freunde, weil bei mir ist es immer relativ leise. Okay, MP-Person, nochmal! Hä? Das ist hier genau neben mir, Mann! Oh mein Gott. Ohrschleck. Ich hab dich gefunden. Sehr wildes Versteck. Holy shit. Das hätte ich ganz, ganz schwer gefunden. Wir gehen jetzt mal ins nächste Gebäude, Freunde. Ich will einmal alle Gebäude durchgucken. Ihr wisst, wie es ist. Hier war immer Fetzerei, aber nicht so strong wie zum Beispiel im Main-Gebäude. Und man hat mehrere Stockwerke gehabt. Man hat sich hier immer im Treppenhaus gefetzt, Freunde. Für die, die sich noch dran erinnern. Das hat unnormal gebockt. Das ist halt das Ding an Tilted Towers. Fluch und Segen zugleich. Landen einfach alle. Ja? Es gibt kein Fortnite mehr. Die ganze Battle Royale-Karte. Ist alles tilted. Alles tilted. Also 80% landet hier. Aber finde ich nicht schlecht so. Wer rauskommt aus Tilted Towers, ist halt der King einfach. Von der Runde schon. Oh, Taco-Laden. Let's go. Bin ich dir early. Taco-Laden war auch sehr wild, Freunde. Hier sind die Türen noch alles zu. Entweder Big Brain hat wieder alle zugemacht. Oder hier ist einfach keiner. Wir schauen mal nach. Safe in Big Ben ist jemand, Freunde. Da müssen wir gleich auch nachschauen. Boah, Junge, was ein Feeling. Hier hat man richtig gefetzt immer. Unnormal, Digga. Tilted Towers ist einfach Team Deathmatch, Freunde. Nur das Stärkste überlebt. Und fällt jemand runter? Nope. Ich hab jemanden gehört. Gehirn. Alimert, du hast gefunden. Okay, Freunde, wir haben drei Leute schon am Start. Hier ist dieser Untergrund. Nein. Wo es immer zwei Kisten gibt, Digga. Nein. Und hier ist jemand. Mohammed wurde auch gefunden, Freunde. Sehr schön. Digga, let's go. Wie viel Zeit hast du eigentlich noch, André? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so gute 10 Minuten haben wir schon rum, oder? Ja, kann gut sein, Digga. Wenn hier jemand bei der Tankstelle ist, dann ist es eigentlich nicht mehr Tilted Towers. Wir gucken aber trotzdem mal kurz nach. So grob. Falls jemand hier bei der Tankstelle ist, komm raus. Ich sag's dir, komm raus. Was ist denn eine Tankstelle? Ja, es gibt so eine Tankstelle bei der Tankstelle. Ich hab's gesehen, Bei der Tankstelle gibt's eine Tankstelle. Digga, André. Mhm. Junge. Oder Mucki, schmeiß eine Granate 12.000, in deinen Kopf. Digga. Okay, Odemann. Ja. Was sagst du von 1 bis 10, wie wild ist dein Versteck? 12. Echt? Ja. Okay, wir sind jetzt hier in dem Gebäude. Ich habe keinen Plan mehr, wie wir das genannt haben. Aber du warst, glaube ich, auch noch nie wirklich in meiner Nähe, denke ich. Ja, ich war bei vielen Sachen noch nicht. Weil es halt so groß ist. Ja, ja, ja. Aber wir haben auch ein paar Flare Guns und so, Freunde. Da können wir vielleicht auch noch Leute finden, sie abfackeln. Oh, guck mal, hier ist eine Wand kaputt. Warum ist hier eine Wand? Warum ist hier so... Achso, weil ich eine Granate reingeschmissen habe. Cringe. Ich muss niesen, ich merke das. Nies, tu es. Let's go, Digga. Oh, Freunde, bestes Gefühl, wenn man den Nieser des Lebens raushaut. Wir haben schon, ich sag mal so, 40% der Karte haben wir gesucht. Sucht und gefunden. Lazy, was war das für ein Versteck, Digga? Lazy haben wir auch gefunden, aber in das Gebäude müssen wir trotzdem nochmal rein, Freunde. Ich weiß nicht, wo Odemann sein könnte. Warte mal. Safe ist jemand in diesem kleinen Haus drinne. In welchem kleinen Haus? Dann müssen wir auch alle abchecken. Es gibt doch am Rand von Tilted dieses kleine Gebäude, diesen Stromkastengebäude. Ah, ja, ja, ja. Da bin ich, Digga. Hä, niemand ist hier! Wir gehen jetzt erstmal in diese L-Gebäude rein, Freunde, die so wie so ein L-Shape sind. Beide Richtungen. Junge, was ein Gefühl, Freunde. Das fühlt sich ein bisschen an wie so eine Custom-Kreativ-Map, aber es ist wirklich Battle Royale. Das ist einfach zu wild. Ich schwör, man denkt so surreal, Digga. Junge, ich mache auch immer noch Kisten auf die ganze Zeit und so. Ich bin richtig in meinem Film. Okay, sind alle jetzt wirklich auf langweilig außerhalb der Map gelandet oder was? So also draußen auf Bergen und so. Könnt ihr eh vergessen, da finden suche ich euch nicht, ne? Ist mir egal. Oh, die Garage des Lebens, Freunde. Hier waren immer Fallen an der Decke und man hat kassiert und man wusste es nicht warum. Okay, Eisladen. Da bin ich, Digga, weil ich bin fit. Hier ist safe jemand. Eisladen muss einer sein. Eiscreme, safe ist hier. Wo bist du? Wo bist du? Where Big Shots. You? Wo bist du? I don't know, I don't tell you. Junge, du bist safe am Rand der Map. Bootleg-mäßig sag dir ehrlich, hier. Von mir aus warst du Richtung W. Schieß nochmal, schieß nochmal. Warte. Boah, das war laut, Digga. Das war laut, Digga. Ich höre irgendjemand mit Spider-Man-Handschuhen rumschießen. Ja, das höre ich auch die ganze Zeit.
Aber vielleicht sind es die Leute, die schon tot sind. Birdies! Jeez! Oh, sorry. Ah, ne, du spawnst ja eh wieder, ne? Ja. Okay. Wir haben Odeman gefunden. Wie gut war das? Von 11 bis 12? War schon 12, Digga. Von 11 bis 12. 11. Also, ich helfe dir jetzt. Und du okay, helf mir. Oder? Nee, ist die Kleine. Achso, der war schon tot, Cringe. Jetzt ist er nochmal tot. Wie hast du gerade gelacht, Digga? Ich weiß, wo einer ist. Safe, wo? Safe, safe, safe. Wo? Siehst du die Leute? Ich sehe niemanden, nee. Ja, dann helf mir doch. Warum bist du denn so like das? Ja, ich such dich doch gerade. Ich bin Elge Beutz. Ich komm, Elge Beutz. Ah, ja. Du kleiner Hund! Warte, ich hab ne miese Idee. Was? Einfach Jump-Head, Digga. Hä? Was soll dir das bringen? Hä, wie, was bringt mir das? Was bringt dir Jump-Head? Ich bin schneller unterwegs. Hier läuft jemand, Bro, hier ist jemand. Wo? Da läuft, bei dir im Brickhaus. Nix zu laufen. Oder bist du das, der läuft? Ich laufe. Warte, hier gibt's doch immer so eins. Nee. Da, ne? Auch nicht. Ha. Hier habe ich ja jemanden schon gekillt, Lazy. Der war einfach oben am Fenster und hat gechillt. Digga, ich weiß nicht mal, wie viele wir gefunden haben. Warte mal, ich habe 8 Leute gekillt. Davon war Odeman einer und Orschleck habe ich 2-mal gefunden. Das heißt, 6 Leute habe ich erst gefunden. Mich hast du auch 2-mal gekillt. Ja, deswegen ja. Ich habe 8 gekillt und 2-mal doppelt gefunden. Also 6 Leute habe ich insgesamt erst gefunden, Freunde. Digga, das ist ja übel bad. Hä, das ist übel gut. Warum bist du like das? Okay, die Place. Okay, ich sehe einen. Ich sehe einen. Wo? Ich habe einen gefunden. Oh mein Gott, dass du den nicht gefunden hast. André, komm mal hier. Ich schieß. Warte mal, in dem Gebäude war ich auch noch nicht. Behalt den im Auge, Odeman. Behalt ihn im Auge. Ich muss kurz ein Gebäude noch abchecken. Ich hab ihn im Auge drin. Okay, komm raus. Hab den Schiss offen. Hey, baust du gerade in dem Gebäude? André, ja. Du bist schon richtig. Da ist jemand. Ja? Ja, yeah, ja, du musst so weiter suchen. Ah, I can see it in the sky. Wer ist das Ice Cream? HD. Wir machen das jetzt so. Die Leute sollen durchgehend tanzen und ab und zu, wenn sie eine Waffe haben, mal einen Schuss ablassen, damit wir ungefähr wissen, wo sie sind. Oh Mann, spitz deine Öhrchen. Ich habe. Oh mein Gott. Oh, nicht im Ernst. Oh mein Gott, er macht. Wie viel Pech kann man haben? Mann, Digga. Wie viel Pech kann man haben, dass wir gerade bei Talisman in der Nähe waren, Digga? Einfach in seinem Arsch waren wir, Digga. Vor allen Dingen haben wir ihn, glaube ich. André? Ich hör's. Hier, in der Richtung. Junge, ich habe gerade versucht, einen wilden Play mit Bumpers zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Bumper. Ist bei dir in der Nähe jemand, oder hier, was? Hier. Oha, ich höre die wilde Schüsse. Hier sind übel die wilden Schüsse. Ich habe ihn gefunden. Echt? Miguel! Ja, er war hier drinne. Wildes Versteck. Oh, hab ich gar nicht mit gerechnet. Ich sehe einen durch die Wand an. Oha, Digga, wilder also, Tipp, Mann. Also, guck mal, siehst du meine Schüsse erst in diesem Umkreis hier? Diesem Umkreis. Ja, vielleicht oben, vielleicht unten, vielleicht rechts. Okay, ich guck mal mit Sniper. Mit Sniper wirst du niemanden sehen. Ich sehe ihn, wie gesagt, durch Wand. Du siehst ihn durch die Wand? Ja. Okay. Dann ist er in der Mülltonne drin. Ist er nicht? Ist er nicht. Im Auto ist auch keiner. Sagst du hier irgendwo? Da, wo du gerade hingeguckt hast, ist warm. Hier? Ja. Hier unten? Vielleicht unten, vielleicht oben, Digga. Ah, kann man da rein? Nee, da sitzt er nicht drin. Okay, schwierig, Digga. Wo soll er denn sein? Junge, lass mich raus! Ah! Okay. So, hier ist warm, sagst du, ne? Ja. Boah, hier ist sehr warm. Hier ist richtig warm. Also vielleicht explodierst du nicht einfach alles und gehst mal einfach in die Räume rein. Ja, ich war doch schon hier überall. Hast du anscheinend nicht. Warum ist da noch einer hier? Entspann dich, Odeman. Trink mal was. Aha. Junge, okay, André. Ja? Ganze Küche wegen dir blau. Ja, Digga, ich bin der Bläuler. Bläuler-Mäuler. Okay. Hier ist safe. Bist du hoch oder runter? Wo bist du? Bin runter. I have found you! Yes, Kumpanula! Oh, er gibt mir einfach No-Scope, Digga. Ich habe 36 Granatenschuss, Digga. Wo bist du? Damit hole ich jetzt alle. Ich bin in dem Gebäude, wo ich noch gar nicht war. Oder war ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ist es? Hinten bei Big Ben bin ich. Ah, okay, ich komm. Aber ich glaube, hier ist keiner. Ich feiere, dass das auch die alten Kistenspots sind, Freunde. Ja, was hast du? Hast du jemanden gefunden? Wo? Ich bin da. Komm mal zu mir. Ja, ich bin hier. Stell dich mal ans Auto und hör einfach zu. Hörst du? Nee. Hörst du nicht?
Nee, dann ist er vielleicht hier unten, oder? Dann muss er ja hier unten sein, da kann er nicht unterm Auto sein. Wer weiß? Hä, wo soll er denn sein, wenn du da ein Emote hörst? Oh mein Gott, Cringe, das war das Radio vom Auto. Junge! Aber hier schießt noch jemand die ganze Zeit rum, der ist auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt erstmal hin. Hier unten ist noch einer, oder? Auto, Digga! Warte mal, den habe ich aber nicht gesehen, das war bei mir verbuggt, Freunde. Okay, wir probieren es aus. Hier war irgendwo jemand, oder? Da. Weißt, ich hab ihn gefunden. Oh shit. Durchs Feuer, Digga. Mir egal, Digga, was los? Junge, alle haben sich in Autos versteckt, Digga. Weg da! Stipp, Junge! Oha, das Auto ist Dings Panzer auf einmal. Tank, Digga. Hallo? Kannst du bitte... Baro! Okay, hier war noch jemand. Freunde, die alle, die ich jetzt mit Leuchtpistole finde, haben natürlich sozusagen gewonnen. Hä? Er ist nicht mehr da. Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe, Digga? Nee, leider nicht. Was hast du da probiert, Digga? Ich will Leuchtpistole gegen Luft schießen. Auf einmal, ich schieße auch über mir ist eine Decke, ich sterbe, Digga. What the fuck? Digga, jetzt hast du das nicht gerade. Oh, kacke, Digga. Okay, die Leute haben echt wilde Verstecke gehabt. Ich weiß nicht, ob Bubatz da die ganze Zeit stand. Wenn ja, bin ich unnormal dumm. Burgies? Ja, ich glaube, wir haben alle. Nee, warte mal, da ist noch jemand. Ich seh ihn. Auch im Auto, oder? Er ist auch im Auto. Ich habe halt keine normale Waffe. Er ist halt echt im Auto, Digga. Schlaufuchs. Ich glaube, Schlaufuchs war der letzte. Für Seeker fliegen optional. Man kann auch fliegen, wenn man möchte, Freunde. Mache ich aber nicht. Die Map ist relativ klein. Ihr könnt schon mal runter und anfangen. Und ich denke, wenn wir droppen, Freunde, werden wir sozusagen in die First-Person-Perspektive gepackt. Und dann mal gucken, wie das ist, Freunde. Ich habe es noch nie... Obwohl, ich habe, glaube ich, mal einen Mörder gebracht, was First-Person war. Aber sonst eigentlich nichts, auch. Freunde. Und Defa. Aber jetzt haben die 2 Minuten Zeit und dann gehen wir direkt rein. Let's go. Okay, Friends. Ich habe mir die Map nicht einmal angeguckt. Ich weiß nicht, was los ist. Fliegen holen wir uns nicht. Und ich bin ganz normal Third-Person. Marius. Wenn du in eine Map reingehst, dann nicht. Wenn ich in eine Map reingehe, dann nicht? Ja, da gibt es so Sektionen. Ah, oha, wie geil ist das denn, Freunde? Wir sind hier in so einem Museum. Oder vielleicht kennt ihr das von Mario N64, Freunde. Da springt man auch in die Bilder rein und dann ist man in dem Level. Das ist ja übel nice. Okay, dann gehe ich mal dabei... Oh, okay, das ist ja wunderschön gemacht. Marius, Kuss geht raus. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und jetzt muss ich sozusagen einfach nur die Räume abklappern und versuchen, dabei nichts zu verpassen, weil... Kann man klettern? Kann man, okay. Das ist wichtig zu wissen, Freunde. Weil so müssen wir natürlich jemanden finden. Und ich würde sagen, Mirkan macht noch eine zweite Runde gleich, wenn er sucht, Freunde. Aber zuerst müssen wir natürlich erstmal die Leute finden. Und man geht raus, wenn man tanzt. Savannah. Savanne von Ali Mert. Mhm. Oh, Ali Mert hier mit den wildesten Löwen aller. Die haben Sternkopf einfach. Erinnert mich bisschen. Das heißt Susanna. 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 Susanno. Susanno ist wild, Freunde. Wer kennt, schreibt rein. Wer nicht kennt, schade von euch. Ich sag euch so, Gedächtnislücke. Nee, wie nennt man das? Bildungslücke. Ist niemand in der Susanne, Digga? Gedächtnislücke hab ich immer, Freunde. Ich hab Todes die Wortfindungsstörung. Ich weiß nicht, warum. Da kriegst du Alzheimers. Ja, Freunde, das ist halt eigentlich nicht witzig, aber wenn man viele Wortfindungsstörungen hat, dann hat man auf jeden Fall einen Anhang dazu. Man kann hier rein. Okay, man kann jetzt zwar rein, aber da war keiner drinne, Freunde. Zweites Versteck und trotzdem keiner gefunden. Wir gehen erstmal wieder raus. Wir gehen bei Schloss Alkohol rein. Alles klar, Yoda. So, kann man hier rein? Nee. Das Ding ist, das hat Yoda gebaut und Yoda spielt mit. Deswegen ist Yoda wahrscheinlich auch hier versteckt, Freunde. So einfach ist das. Hä? Yoda, habe ich dich gepackt, Digga? Sehr ehrlich. Okay. Kann man in die Kiste rein? Nee. Der Yoda, hast du jetzt einfach nur einen Raum gebaut und man kann nirgendwo rein oder was? Was ist da los? Ich dachte, die Map ist von Marius, Digga. Ich sehe nur andere Namen, die Map gebaut haben. Boah, unterm Tisch. Ist das möglich, Freunde? Nee. Man kann sich hier nicht verstecken. Okay. Entweder bin ich zu doof oder es hat sich noch kein... Was ist hier? Zum Hochgehen. Achso, das ist einfach Klettern. André einfach stecken. Ich bin stuck. Ja, oder das war keiner bis jetzt da drinne. Okay. Wir gehen in Wild West rein, Freunde. Ah, die ist von mir, hab einfach Namen als Künstler genommen. Okay, Mario, sorry, dass du auf 500 IQ Künstlernamen eingebaut hast in die Map, die gar nicht dabei waren. Ich höre jemanden. Und das ist, glaube ich, Mirkan, weil er hat die Waffe gezückt. Willst du fight? Ist hier jemand? Oder war das meine Waffe und ich habe es nur nicht gesehen, weil es First Person ist, Freunde. Und ich habe einfach gerade Paranoia geschoben, obwohl das gar nicht so ist. Warte mal, es kann doch nicht sein, dass niemand in den Räumen ist, Digga. Ist das so ein Troll, Death Run? Nein! Warum mich erzählt?
Mirkan, ich hab dir jetzt erst gefunden, das heißt, du musst als nächstes suchen. Hättest du sonst nicht? Ah! Okay, wir haben Mirkan gefunden, let's go. Ich dachte, das ist so eine Verarsche von Marius, dass die gar nicht versteckt sind. Was für Schloss Alkohol? Walla Kino. Von Lazy, okay? Oh. Digga, das ist ja ultra strong. Warte mal. Ich glaube, einer ist auf einen safen Spieler. Sagst du? Ja. Na, nee, ich habe mir die Skins gemerkt. Die würde ich sonst sehen. Das sind alles keine Spieler. So. Bestimmt mit der Leinwand. Da läuft einfach ein Film. What the f. Junge, das ist übel geil. Guck mal, Freunde, wenn ich so stehe, denkt man, ich guck Kino. Ey, wie geil ist das gemacht? Wir synchronisieren jetzt nach. Okay, komm. Gib mir links, gib mir rechts. Komm, wir springen auf einen Fuß und brechen uns dabei C. Deaktivieren. Ich mach aus. Deaktivier. Ich mach an. Okay, ist hier relativ klein, dementsprechend muss hier einer sein. Das hat sich gerimt und das hat sich wieder gerimt, denn ich bin ein Schwein. Okay, vierfach. Kalle down. Kalle wurde einfach weggelöscht und ist dann hier gestorben. Wie geil. Okay, wir gehen ins nächste rein. Da war safe nur einer drin, ne? Okay, Ice Ice Baby von Eiscreme. Der Marius, hast du ein bisschen zu viel Fantasie? Also, das finde ich gut, aber ich wäre auf sowas niemals gekommen, Digga. Einfach Leute den Namen dahin zu schreiben, obwohl sie nicht mitgebaut haben. Weil so ein Eiscreme baut ja eigentlich nicht, Freunde. Dementsprechend feiere ich. Ah, warte mal, aber Eiscreme ist mit dabei, Freunde. Und wenn das die Yoda-Theorie ist, dann ist er auch in seiner Gegend, weil er hat seinen Namen gesehen und dachte sich, boah, da muss ich hin. Ich schwöre, Eiscreme ist so Logico. Ich schwöre auf alles. Naja, Eiscreme hast du schon in die Hosen geschissen, ne? Ich merke das doch. First Person mit Bäumen ist ja anders ekelhaft, Junge. Ich wollte gerade sagen, das waren Füße, aber das war einfach der Baumstamm. Eiscreme, hallo? Statement? Aber Bro, wenn du jetzt schon 3 Jahre suchst, wie lange suche ich dann? Du wirst richtig lange suchen. Hä? Du suchst schneller als ich. Bin voll das Fahrrad in Hide and Seek. Guck mal hinter dir. Hinter rechts. Hä? Ah, das war Marienkäfer. Hier, den meinst du? Und der auch hier? Denkst du, du bist, Alter? Geh mal weg. Hildi! Ich habe aus Versehen getanzt. Egal, ich glaube, da war eh keiner, Freunde. Okay, wir gehen die Schweiz von Gögi und Rübi. Alles klar, Digga. Da gehen wir rein. Falls alle Schricke reißt, mache ich einfach den. Der sieht übel eklig aus, wie so Pickel, die nicht ausgedrückt wurden oder so. Digga, Junge. Und du sagst, du hast keine Fantasie. Ja, ich habe nicht so eine Fantasie, dass ich... wie Marius. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Oh, man kann ja einfach in die Steine rein. Na, ich muss auch dran denken, dass ich nur ein AP habe. Und das war gerade sehr knapp und ich tue so, als wäre es geplant gewesen. Junge, Marius, was hast du hier gebaut, Digga? Das ist ja todesanstrengend. Es kann doch nicht sein, dass niemand versteckt ist, WTF. Ich habe bis jetzt 2 Leute gefunden von 7 oder 6. Ich weiß es nicht, Freunde. Es sind noch 4 Leute da. Es sind noch 4 Leute da. 2, 6? Ja, müsste hinkommen. Sagst du hier? Ich kann mich selber sehen. Hier nicht mehr. Ich habe einen Fehler gefunden. Schade, Marius. Schlechtes Bauteam. Okay, wir gehen erstmal zurück, Freunde. Es gibt wahrscheinlich noch 2, 3 Räume. Ja, guck mal, hier haben wir noch einen. Park Delights von Mohammed. Alles klar, Digga. Ich würde gerne mal wissen, was Marius so träumt nachts, wenn er nicht baut, Digga. Das ist ja schon, das ist schon so, hast du Locke in Key geguckt, Mirkan? Netflix-Serie? Nee. Sehr wild, Freunde. Schreibt mal rein, ob ihr die geguckt habt. Die haben so Schlüssel für verschiedene Sachen. Und die können so in Köpfe rein und dann kommen sie in den Kopf der anderen rein. Und die haben dann auch so komische Namen und so komische Räume und was weiß ich. So deren Traum halt, im Traum können sie rumlaufen, übel wild. Aber finde ich hier niemanden, oder was? Hier ist doch jemand. Digga, es kann doch nicht sein, das haben sich jetzt alle in einem Raum versteckt, oder was? Oder ich bin doof. Guck mal, hier ist zum Beispiel keiner wieder. Hä? I don't understand. Kann man hier irgendwie auf die Bäume rauf? Das wäre natürlich auch... Wir gehen zurück, Freunde. Ich habe das Gefühl, dass sich alle in einem Raum versteckt haben. Bin ich der Early von Odemann? Ist das auch ein Raum, oder was? Hä? Hat Odemann gebaut. Man wird übel da drin. Junge, das macht mich todes kaputt und Dings, Kiste ist einfach weggeglitscht oder so. Was ist das hier? Warum träume ich? Ich glaube, der hat getanzt, die ist draußen. Junge, ich habe auch noch daneben geschossen, danach nochmal auf ganz cringe. Digga, aber der Raum ist ja todesekig, da gehe ich jetzt nochmal rein. Einfach für den Kick, Digga. Rein da! Guckt euch das an, Freunde! Es ist übel eklig. Okay, ich muss raus, mir wird echt schlecht. Okay, kein Problem für die, denen jetzt übel ist, Freunde. Mirkan auch, deswegen passt. Okay, wir gehen rein in My Room von Deking. Das passt halt nicht zu Dicky. Kein Problem. Alles gut. Unter der Treppe. Ja, findest du, glaubst du? No one here. Okay, keiner hier oben. Was ist hier für ein Knopf? Fragezeichen. Knopf. Aber da gehen wir zum Schluss rein, Freunde, weil wir wahrscheinlich woanders hinkommen dann. Vorher gucken wir einmal hier alles durch. Und I see no one. Kann man hier rein? No one. No one.
Junge, Marius, was ist los mit dir? Was war das jetzt schon wieder? Ich glaube, der braucht ein bisschen Hilfe. Ja, der Junge. Ich feiere ja sowas. Aber wie kommt man auf sowas? Okay. Vor allen Dingen hättest du den Knopf versteckt, dann würde ich so glauben, so, ja, okay, Geheimversteck und so, aber der Knopf ist einfach so mitten im Kamin und verbrennt nicht. Fortnite unlogisch. Oder man würde jetzt Short dafür hochladen. Okay, wir gehen zurück. Wir haben ja noch einen Raum, Freunde. The Yard. Wusstet ihr, dass auf Yacht auf Englisch Yard ausgesprochen wird, Freunde? Wer hat den in den Kopf geschissen? Achso, hier war ich schon. Cringe. Hä? Bin ich als erstes hier reingegangen oder was? Warte mal, wie viele Leute leben noch? 3. Dirk, hast du jemanden gesehen? Absolut nicht, Digga. Oh. Hä? Das Ding ist, Mirkan guckt jetzt die ganze Zeit zu und sieht alle Verstecke, Freunde. Es wird so schwer nein, für mich. Nein. Okay, Schloss. Hier war auch niemand, ne? Marius ist so einer. Ekligste Versteck. Ja, Marius hat irgend so ein Versteck, was eigentlich gar nicht gibt, Digga. Weil er hat schon damit gerechnet, weil er schon, guck mal, was er baut, Freunde. Dann hat er safe damit gerechnet, dass er mitspielt und hat sich so ein Marius-Versteck gemacht, wo keiner hin kann, nur er. Marius, gib mal einen Tipp im Chat. Und Yoda auch. Und die andere Person, die lebt auch noch. Haha. Bin mit Marius im selben Raum. Super! Yoda. Das ist, freut mich. Und jetzt schreibt Marius, wo er Marius ist, und dann habe ich beide gepackt. Punkt. Wir laufen in der Zeit im Kreis. Wollt ihr noch mal in Odemanns Raum, Freunde? Nein. Komm, einmal für euch noch. Der Early. Ja, warum? Wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich feiere diese Widescreens im bin Spiel. In den hinteren 4, also Park the Lights, The Yacht. Ich bin die Early und My Room. In einen der 4 ist er. The also Yacht, My Room, da Park the Light und ich bin der Early. Okay, dann ist er hier, nicht, ne? Digga. Doch, ich war schon hier, aber ich habe nichts gefunden. Vielleicht kann man da irgendwie hoch, weißt du? Dass man hier über die Bäume laufen kann dann. Ich glaube nicht, Freunde. Marius schreibt Vollidiot zu Yoda. Yoda schreibt egal. André eh zu blind auf beiden Ohren. Oh, Digga, Yoda-Bann. Okay, Freunde, wir machen erstmal weiter, ja? Das mit Yoda kläre ich dann später. Weil er ist Mod und ich nehme das einfach weg und dann würde die ganze Welt für ihn zusammenbrechen. Deswegen sollte er lieber aufpassen, was er sagt. Okay, Yoda, passt lieber auf. So, Freunde, wir machen weiter. War natürlich nur ein Spaß, ich bann ihn einfach direkt. Schritt seise. Digga, hier ist niemand! Einer in den Räumen. Komm, Odomans Raum sowieso nicht, sag ich dir Early. Ich sag ja, dir Early, ich bin nicht der Early. Wir müssen noch mal rein, Digga. Nein. Digga, lauf echt an den Deaktivieren. Also, oh mein Gott. Was? Ich hab durchgedribbelt, Digga. Wenn ich alles ausmache, sieht man mich noch. Ich bin weg! Hä? Sieht man mich? André, wo bist du? Alles gut. Es ist echt alles dunkel! Okay, in dem Raum ist er auf jeden Fall auch nicht, Freunde. Okay, wir gehen in My Room von Deking. So sieht Dekings Zimmer auch aus, Freunde. Ich war schon da. Er mag das in rosa mit Prinzessin und so. Er feiert das übel. Guck mal, links ein. Er hat auch Justin Bieber an der Wand hängt. Da. Was? Da links, da links, links, da. Hier. Links, da. Oh, Haaland, ich schwör, das habe ich nicht gesehen. Oh. There is a meeting in my room, bitte, Digga. Oh. Marius, weg, Junge. Yoda ist hier ist Yoda safe. Da! Ich sehe nichts, ich sehe einfach nur Dings, Blue Screen. Luchis! Ja, wolltest du weglaufen, du Kleiner? Pendero, du. Ice Cream, sein Tipp ist Eis, Eis, Baby. Ist er in seinem Eis-Gink? Ich wusste es, Digga. Ich hab doch gesagt, er hat keine IQ. Hat er auch nicht, Digga. Ice, Ice, Baby, okay. Dann muss er irgendwo hier sein, Freunde. There's a beating in my head. Boah, das war wild. Oh, hier war ich noch gar nicht, oder? Doch. Lüge. Dahinter. Ich sag dir hier. Lol. Und noch kurz nach oben. Zack, zack. Digga, wer hey, ich hab ihn gehört. Oder war es ihm anders? Es lebt nur er. Hä? Ich höre ihn. Ich glaube, das ist er. Oh mein Gott. Eiscreme, du ekelloser, hafter Typ. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Gewinne, bis dann gleich. Dumm, so an mein Gesicht dran. So, und dann sieht man, wie meine Lippen sich so wegen so. Nimm das auch noch mit rein. Nimm das auch noch mit rein, wo ich sag, nimm das auch noch mit rein. Und das jetzt noch mit rein, was ich sag, nimm das alles rein. Okay, Friends, ich versteck mich. Und Mirkan hat mich die ganze Zeit beobachtet. Dementsprechend wird schwierig. Ich sag, ich geh in Wallachino rein. Habe ich jetzt gelogen oder nicht, Mirkan? Das wird jetzt deine Frage, Mann. Wilde Idee, Digga. Das gönn ich dir. Das gönn ich dir. Aber wir gehen woanders hin, Friends. Mirkan? Ja? Sind alle versteckt, du kannst kommen. Okay, ich komm. Ich sehe einfach nur einen Bildschirm. Und ich sehe einfach nur eine Tomate. Und das war's. Okay, seid ihr ready? Ihr wisst, ich bin Hacker Number One. Okay. Somit bin ich als erstes in der Wüste. Talis in Wild West? Nein, das ist eine Lüge. Eiscreme ist ein Kino? Das ist auch eine Lüge. Sagst du? Ja.
Okay, dann geh jetzt in White Rest rein und guck. Oh mein Gott, ich bin in ein Loch reingefallen. Oha, Meckern. Okay, entspann dich, Meckern. Ich höre die Schüsse, Digga, die sind übel laut. Ich hab mich selber gekillt. Können wir neu starten? Hast du echt? Ja. Ach, dein Ernst. Ja. Okay, versteckt euch. André, weißt du noch die Option, dass man fliegen kann, aussuchen? Ja. Yeah. Geht nicht. Super, Marius. Yoda down. Hast du Yoda gekillt? Ja, Mann. Danke fürs Mitspielen, Yoda. Yoda, Chris. Okay. Ich glaube, es sind alle versteckt, Mecker. Du kannst schon direkt anfangen. Okay, ich komme direkt. Okay, wo war's? Also, Schloss Alkohol. Eigentlich meine Heimat. Spaß. Oha, okay. Schade. Ich sag dir so, da bin ich nicht. Okay, also bist du da. Ja. Gut, hier war echt niemand. Tanzen. Da war einer. Einer? Ja. Okay. Wie? Oh, da war noch einer. Guck, Balla Kino. Ja, da war safe jemand. Okay, André. Ja. Was sagst du, wo sind die? Ich sag so, Eiscreme. Ist schon down. Down? Nein. Boah, hier ist safe jemand. Warum lügst du? Guck mal, ich geb dir einen Tipp, okay? Ja. Tanz mal. Jetzt geh mal geradeaus, genau. Und jetzt bleib stehen, ist rechts. Da lang, genau. Da rein. Hier ist keiner. Andres Tipps? Wild. Ja, meine Tipps sind wild. Ja, woher soll ich das wissen? Warte mal, kann ich anderen Spieler zugucken? Kalle will so einen auf den Dingsen. Er ist in diesem Grasgebiet. Grasgebiet? Ja. Allein da. Ganz durch und dann links. Okay, ich bin drin. Wenn er jetzt tanzt, 31er. Nee, tanzt nicht. Dann ist er disqualifiziert. Aber er hat ein wildes Versteck, Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Hier rein. Ja, du bist richtig. Ich höre ihn. Ja, ich höre dich. Bin ich vorbeigelaufen? Hast du mich gesehen? Ich höre dich die ganze Zeit. Ja, ist auch nicht so groß hier. Okay. Merker macht die Taktik, wo wir gleich wieder neu starten müssen, weil er es selbst gekillt hat. Nein. Okay, er ist irgendwo. Wo kann man hier unter die Map fallen? Oh nein. Also Yoda, Digga, die Verstecke sind. Oh nein. Wo kann man unter die Map fallen? Okay, Merker hat gefunden. Hä? In jeder Map ist das einzelne Versteck unter der Map. Das ist eine Lüge. Ja, okay, es gibt ein paar mehr. Marius. Eis, Baby ist Eis, ne? Okay, wo ist Marius, Freunde? Ich muss jetzt hier Geogesser machen, Digga. Er ist auch wieder irgendwo unter der Map. Wir gucken den nächsten. Ah, Kisten ist im Pickelgebiet. Oh mein Gott, cringe. Oh mein Gott, cringe 2.9. Wie bitte? Hast du echt dreimal daneben geschossen, Nein. Digga? Nein. Okay, so, es lebt nur noch Marius. Last but not last. Okay, Marius ist in einem Backsteingebiet. Oh, ich hab's gesehen. Ich glaube, es ist im Kino. Oh. Er hat einmal kurz umgedreht, wo ich nicht zugeguckt habe. Okay, ich guck wieder. Ah, da war! Hast du gesehen? Ja. Verfolg ihn! Ohne, wer bist du dann? Oh mein Gott, Verfolgungsjagd, Freunde, es wird wild! Er dachte, er kann verarschen, aber Mirkan war schon in seinem Kopf drin, da war er noch hingeschissen in Windel. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, war sehr wild. Kuss geht raus an Marius und checkt gerne Mirkans Kanal ab, Freunde. Wir sehen uns morgen. Ciao!